So, guten Abend. Jetzt ein neuer Versuch. Sind wir jetzt zu hören? Hier ist der Philipp. Und der Olli. Ja, okay, dann haben wir es ja jetzt. Ja, Na, endlich. wie wir gerade eben schon sagten, das ist für uns beide das erste Mal. Deswegen verzeiht uns den einen oder anderen Fehler. Ich habe jetzt auch gerade den Knopf gefunden, um die Party zu übertragen. Ja. So, Olli, haben wir jetzt alle Fahrer beisammen und sind wir fertig zum Starten? Wir müssten jetzt alle Fahrer zusammen haben. Kleine Ausnahme: Marco Erdmann fährt für Ingo Lost heute Abend. Genau. Und Mario Sorter fährt für wen? Das weiß ich gerade nicht. Aber ich würde sagen, wir starten dann schon mal. Wir sind ja schon etwas über der Zeit. Dann können die Genau. Fahrer schon mal loslegen. 15 Minuten Quali bei bestem Gewitterwetter. Welche Erwartungen stellst du heute an die Fahrer? Ja, ich bin ja mal gespannt. Unser Team hatte die große Ehre, bei diesem schönen Regenwetter das in Donington Park zu eröffnen. Und die Gabi und Thorsten haben sich ganz gut geschlagen bei dem schlimmen Wetter im Regen. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt hier so für Zeiten kommen. Und natürlich ist die Liga A natürlich die Königsklasse. Hier sind die Zeiten viel enger beieinander. Hier wird es nicht nur darum gehen, fehlerfrei durchzukommen, sondern man muss auch noch gucken, dass man schneller als die anderen ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Und ich hoffe, wir kriegen ein paar spannende, enge Fights. Ja, ich denke, die Strecke lässt das doch zu. Es ist doch relativ eng hier zu überholen. Man muss eigentlich immer warten, bis der Vordermann einen Fehler macht. Zumindest ging es mir so in meinem Rennen. Ja. So, da sind wir auch schon direkt auf der Strecke. Mario Sorta, das ist ja Project Pain Racing. Dann fährt er wahrscheinlich für den Steen Hunter oder Steen. Das ist durchaus möglich. Zusammen mit dem Mario Sorta. Achso, nee, Mario Sorta ist als erster Fahrer gelistet. Die Liste hier, die ich mir ausgesucht habe, ist wohl auch gar nicht mehr so aktuell. Also haben wir Mario Sorta und den Thorsten Schmidt von Project Pain Racing. Wenn ich jetzt richtig sehe. Das liest du, glaube ich, richtig. Wie wir sehen, das hatte sich in den ersten Rennen der Meisterschaft auch schon ausgezeichnet, dass alle Fahrer direkt versuchen rauszukommen. Wir sehen hier schön die Perlenkette einmal über die Rennstrecke verteilt. Da sich bei dem Wetter so schnell die Pfützen entwickeln, hat man eigentlich nur 5 Minuten Chance, eine gute Zeit zu fahren. Ich hoffe, man hört mich jetzt besser. Frage an den Chat. Lass uns doch direkt mal bei Mark Short in die Kabine gucken. Lass uns mal direkt mal aus der Onboard angucken, wie so eine Rennrunde aussieht. Eine Quali-Runde. Das können wir tun. Holt sehr weit außen aus. Mir wird gesagt, dass ich zu leise bin. Ja, musst du vielleicht den Mikrofonpegel dann einfach in der Party nochmal ein bisschen lauter machen. Oh, kommt hier sehr weit raus, das Heck schwimmt. Er versucht natürlich direkt in der ersten Runde alles zu geben. So, ich hoffe, ich bin jetzt besser zu hören.
Ah, noch lauter, okay. Na, dann machen wir das. So, ich hoffe, man hört mich jetzt besser, Martin. Also die Frage ging an Martin Kuhn. Ja, ich würde sagen, da können wir mal ein paar Leute aus dem Chat begrüßen, oder? Die uns hier Ja, zugeschaltet sind. gerne. Oh, ich sehe gerade, Mark Short hat echt Probleme. Er hat etwas übertrieben in der letzten Runde. Mal gucken, wo die Zeiten hingehen. Ja, es sind jetzt zwei Marks und Martins, dem Mai. Und hier gibt es schon die ersten Strafen, sehe ich gerade. Und zwar Michael Olsen. Ein Ein Startplatz. Startblatt. Wird da wahrscheinlich zu schnell gewesen sein in der Boxengasse. Ja, oder die Linie beim Ausfahren überfahren. Auch kleiner Ausritt. Halt. Zeitmessung wieder aus. Ja, bei wem fahren wir denn jetzt mal mit? Oh, ich sehe gerade Jannik Jensen mit einer 1:32,8. Das ist natürlich schon eine sehr starke Zeit und eine richtige Kampfansage bei dem Wetter. Weil wir eben auch gesehen haben, Mark Short hat echt Probleme bei dem Wetter gehabt, hat es etwas übertrieben und ist wohl mit einer 1:33,6, 7 Zehntel dahinter, wenn ich das richtig sehe. Der Andi hat sich jetzt auch noch mal dazwischen geschoben. Oh, da stand einer quer. Das müsste Stefan gewesen sein, genau. Setzt sich auch direkt zurück und fährt nochmal neu an, ja. Oh, und nochmal ein Dreht sich direkt nochmal in der Dreher Boxengasse. Da erkennt man, wer mit und ohne Traktionskontrolle fährt. Ist, finde ich, Guck sportlich mal. bei dem Wetter ohne Traktionskontrolle. Ja, schauen wir mal, wer jetzt hier so auf seine schnellen Runden noch ist. Jannik Jensen. Du kennst ja schon mal ein paar Leute aus dem Chat Genau, wollte ich begrüßen. gerade anfangen. Also den Adi Derkum, guten Abend. An Nachatsch. Dann den Marcel Umi, der fährt natürlich mit. Frank Paulsen. Dann haben wir den Patrick Mähli, guten Tag. Dirk Ludwig. Oliver Rast, guten Abend, Olli. Patrick Massmann ist da. Gerhard Mitzi ist da. Die Frau Ramazzotti ist da, guten Abend. Markus Landen. Patrick Speedy. Den Björn haben wir da. Wen haben wir denn noch? Samot haben wir noch da. Merlins Mama. Grüße an Merlins Mama. Kunos. Stefan Pfingst. Guten Abend, Stefan. Oh, hier kam Jensen gerade weit raus. Er geht jetzt auch in die Box. André Kallenhardt ist noch da. Guten Abend zusammen. Ja, die ersten 8 Fahrer sind alle noch recht dicht beieinander. Alles noch unter 2 Sekunden. Und danach geht es schon sehr weit auseinander. Ich glaube, jetzt wird keiner mehr großartig seine Zeit noch verbessern können, weil die Strecke wird immer nasser. Obwohl es gibt immer wieder Überraschungen. Es hatte Gavi beim ersten Rennen in der Liga E hatte einen schlechten ersten Versuch gelandet und hatte dann doch noch im letzten Moment eigentlich auf
im Renntrim schon mit vollem Tank, ist sie dann doch nochmal, hat sie sich nochmal um 1/10 verbessert. Also manchmal, es hängt sehr davon ab, wie man hier die Schikane und die vorletzte Kurve, die Haarnadel, trifft. Aber Da es ist es wird halt, trotzdem immer schwieriger. es wird trotzdem immer schwieriger. Jetzt fängt es schon an, dass das Wasser steht. Wir haben die Lobby schon jetzt 8 Minuten am Laufen. Man sieht das Wasser schon auf der Strecke. Ja, und wenn wir jetzt gleich mal in die Haarnadel hier reinschauen, denke ich mal, wird da auch schon eine große Pfütze stehen. Naja, geht noch. Aber immerhin, jetzt haben es alle Fahrer geschafft, innerhalb so einem 5-Sekunden-Fenster beieinander zu bleiben. Konnte sich jetzt auch nicht dolle verbessern. Ja, bei wem wollen wir denn nochmal mitfahren? Wen haben wir denn noch nicht gesehen? Was haben wir denn? Frank Paulsen haben wir doch. Franz Schulz, glaube ich, hat Hans man in Schulz, diesem ja. Bild, oder? Die beiden Kollegen von Falken Motorsport. Bin ich mal gespannt, wie sich der Porsche hier auf der Strecke macht, mit schönem Gewicht auf der Hinterachse. Das sollte ihm ja eigentlich, soweit ich weiß, zugutekommen. Ja, der Porsche, das ist schon kein schlechtes Fahrzeug. Das ist so ein Allrounder, finde ich. Also Habe ich den kann keine man eigentlich auf Erfahrung, bin jeder ich nie Strecke fahren. gefahren. Das ist irgendwie, bin ich nie grün geworden. So, wir sehen schon, die viele Fahrer sind schon in der Box. Jannik Jensen startet keinen Versuch mehr. Lukas Lippert steht in der Box. Patrick, welchen Patrick haben wir denn da noch? Mike Westerwelt hat man glaube ich auch noch nicht im Bild. Das ist der Teamkollege von Mark Short, wenn ich das richtig sehe. Genau. Da sehen wir schon, wie die Pfützen überall stehen. Es wird schwierig, denke ich. Vor Räubert da allem, weil die sehr Fahrer übers Curb. auch alle sehr schnell unterwegs sind aus der Liga A. Es könnte spannend werden heute. Kommt ein bisschen weit raus. Und da hinten dreht sich auch einer. Ja, knapp 4 Minuten sind es noch. Bin mal gespannt, ob sich der eine oder andere vielleicht noch mal ein bisschen verbessern kann. Merlin Wolf hat man auch, glaube ich, auch noch nicht im Bild. Mit den Kommt da auch M6. sehr weit raus, weil er im Aquaplaning rumschwimmt. Schöne Drifts. Scheint ein sehr auch hier Probleme mit dem Heck zu haben. Hat sehr schnell eingelenkt und dann kommt das Heck natürlich rum. Verbessert sich nochmal um 3/10. Und ist somit auf Platz 13 gerutscht. Aber ist schon schön anzusehen, war, wie er so einen halben Drift in die Kurven reingeht. Jetzt kommt er ein bisschen weit raus. Und bricht die Dann sind Runde wir ab. auch in der Box. Dann gucken wir noch mal weiter vorne. Immer noch mal zu Jannik Jensen. Der ist erst vor ein paar Minuten rausgefahren. Ich vermute, der wird jetzt auch sich auf seinem Rennsetup einfahren. Ha. Danke, André. Danke. Wenn ich mal deine Stimme höre, liebe ich die auch.
Papi Schubizi ist gut auch in den Chat dazugekommen. Guten Abend. Guten Abend, Patrick. Na, auf Andy Lasagnell bin ich heute Abend sehr gespannt. Vom Papier her sollte er ja mit dem AMG eigentlich im Regen einen Nachteil haben. Hängt dann davon ab, wie spitz die. Oh, da kommt er auch ein bisschen schnell rein. Hängt sehr davon ab, wie der das Setup getroffen hat, wie stabil der Wagen läuft. Aber eigentlich sollte er mit dem Gewicht, und dann dreht er sich. Sollte er mit dem Gewicht eigentlich mehr Probleme haben bei dem Wetter. Gerhard Mitzi ist auch da und André Yashi, guten Abend. So, knapp 40 Sekunden sind es noch. Da wird wohl jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Zumindest nicht für die, die jetzt in der Box stehen. Der hat ja schon gemerkt, da wird nichts mehr draus. Wen haben wir denn noch? Wer ist denn auf der neuen? Welcher Mark? Ist das Mark Short? Das ist Mark Short, genau. Der bricht auch seine Runde ab. Dann haben wir noch auf der 12 noch einen Mark oder Martin. Ah, warte. Schau mal durch, wer hier alles noch fährt. Aha. Wen haben wir denn weiter vorne? Der Mario Sorta. Der konnte sich auch nicht verbessern. Dann hätten wir jetzt nochmal den Stefan Todorovic, der natürlich auch mit einem richtig schönen Drift um die Kurve kommt. Scheint auch Probleme zu haben. Das ist der Teamkollege von Mark Short. Die sind natürlich oben mit dabei in der Tabelle. Da ist natürlich der 14. Startplatz eher eine Enttäuschung, schätze ich. Ja. Damit okay, geht Andy Lasagnell über die Linie und wir haben das Quali-Ergebnis. So, dann sind es ab jetzt 3 Minuten. Hast du die Fotos schon? Kannst du mal runtergehen? Ja, natürlich. Ah, nee, warte, ich kann selber drauf zugreifen, jetzt sehe ich es. Ja. So. So, die Fotos sind gemacht. Ja, dann mal eine Frage an den Chat. Was denkt ihr? Wer wird das erste Rennen für sich entscheiden heute? Oder die ersten drei? Was ist denn dein Tipp, Philipp? Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich denke auch, der Stefan Todorovic wird sich noch ein bisschen nach vorne bringen. Auch der Mark Short ist nur auf 9. Das scheint echt schwierig zu sein mit dem McLaren hier im Regen. Die können jetzt natürlich jetzt nur hoffen, dass sie das vorne gekämpft und gedreht wird. Also ich tue mich ja schwer mit der Prognose, weil ich die Liga jetzt auch nicht so genau kenne und natürlich auch unter dem Wetter ist nochmal ein ganz anderes Verhältnis als jetzt zum Beispiel in Brands Hatch oder in Silverstone. Aber ich denke natürlich, Yannick Jensen, Andy Lasagnelli und Frank Schulz, Marc Maxtor denke ich auch noch, aber die werden oben irgendwo auf dem Treppchen zu finden sein. Mike Short, wie gesagt, wird schwer von 9 nach vorne zu fahren. Die haben wahrscheinlich eher Probleme mit dem McLaren im Regen. Ja, Stefan Finch schreibt,
Olli, kurze Frage an dich. Ich habe gerade bei dir mein Echo von mir gehört. Kann es sein, dass du den Stream laut hast? Nein. Das ist natürlich doof. Okay. Wir sind eigentlich jetzt schon nach Viertel nach. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal ins Rennen. Ja, Stefan Fink schreibt, mein Tipp, Yannick, Lukas, Marco Erdmann. Ja, das würde ich sogar fast mit unterstützen, würde ich sagen. Außer für Lukas setze ich Andy auf P2. Ich sehe schon, Marco Erdmann sieht das etwas anders. Aber ich würde sagen, dann starten wir mal das Rennen. So, Licht haben sie schon mal alle an, das passt. Ja, die sind ja jetzt noch in den Einstellungsbildschirmen. Ich denke, das ist vom Spiel so vorgesehen, dass das Licht bei Oh, dem Wetter doch an ist. bei leichtem Regen müssen sie es, glaube ich, nachher manuell einstellen. Richtig, genau, bei Leichtbringen muss man es anstellen. Da noch mal den Tipp an die Spotter. Erinnert eure Jungs nachher dran. Ja. Auf wen soll ich denn jetzt beim Start eigentlich gehen? Ja, es ist schwer. Ich würde vielleicht mal so Reihe 3 gucken. Gucken wir vielleicht mal, wer ist auf 3, auf 5 Marco Erdmann oder den Ja. Mario Auf Sorta. Marco. Auf Marco Erdmann bin ich jetzt. Genau, würde ich so. Da kriegen wir vielleicht am meisten mit. So, jetzt werden noch die letzten Setup-Tätigkeiten getätigt und dann geht's schon los. Ja, gehen So. wir doch mal auf die 1. Hier wurde gesagt, auf 1. Und die Ampel wird grün, es geht Oh, ich los. sehe schon, Anni Lasenel kommt gut weg. Ui. Der BMW hat ein bisschen geschlafen, hat schlecht weggekommen. Und Anni Lasenel geht direkt außen rum. Ah, ein bisschen weit. Aber Ja, ganz ansonsten schön enges sehr gesittet, Feld. ein paar neben der Linie, aber keine Dreher drin. Da geht ein Audi weit. Marco Erdmann mittlerweile schon auf der 3. Wo ist denn Andy Lasagnier? Ist der jetzt auf 6 zurückgefallen? Oh ja, da hat er Ja. doch noch mehr verloren außen in der Wiese. Gut gestartet, aber dann leider zu spät gebremst. Schade. Da steckt er jetzt hinter dem BMW und kämpft sich ran. Geht alles noch ganz schön eng Machst du bitte nochmal die zusammen. Streckenkarte an, noch zusätzlich? Ach so, ja, natürlich. So, wo wird es denn hier mal richtig eng? Ja, ich glaube, wir sind da Also schon mittendrin. Da werden okay. schon die Poller abgeräumt. Ja. Ich denke, mit Marc Short, Andy Lasagnel und dem Lukas Lippert sind wir schon mitten im Kampfclub angekommen. Kommt auch hier Und besser raus als der BMW. Ist natürlich jetzt außen. mal schauen. Ja, eine leichte Berührung zwischen den beiden. Aber natürlich will auch keiner zurückstecken. Attackiert innen. Aber zieh wieder zurück, bleib dahinter. Versucht es nicht mit der Brechstange in der ersten Kurve. Ja, wenn die zwei sich da vorne bekeifen, könnte es für Mark Short besser enden. Er könnte der glückliche Dritte sein dann. Aber ich glaube, da vorne geht es auch noch mal ein bisschen enger, oder? Marco Erdmann. Da ist der Falken Porsche schon dran.
Mark Maxter. Oh, oh, geht auch daneben. Und setzt ist sich vorbei. Vorwärts da hinten. Ja. Ja, jetzt beruhigt sich gerade wieder. Scheint sich zu ruhig zu haben. Ich würde vorschlagen, wir schalten einfach mal kurz durchs Feld, dass wir mal eine Bestandsaufnahme machen, wo jetzt wer steht. Also da hätten wir den Stefan Todorovic auf der 16. Michael Olsen. Merlin Wolf auf der 14. Andreas Watzi auf der 13. Thorsten Schmidt auf der 12. Marcel Umhöfer auf der 11. Mike Westerwald auf der 10. Patrick Hufeld auf der 9, Marius Horter auf der 8, Mark Short auf der 7, Andy Lasagnel auf der 6, Lukas Lippert auf der 5, Marco Erdmann auf der 4, Marc Maxtor auf der 3, Franz Schulz auf der 2 und Yannick Jensen auf der 1, der jetzt aber, glaube ich, eine Strafe gekriegt hat. Können wir kurz reingucken? Oh, 15 Sekunden! Oh, da wird auch wahrscheinlich wieder ein Bug im Spiel sein. Das kann eigentlich nur damit zu erklären sein, dass er außerhalb der Strecke überholt hat. Ja, wir haben ziemlich viele Zweikämpfe hier im Feld. Man weiß gar nicht, wo man zuerst entscheiden soll. Weiter hinten wird es auch schon wieder enge. Ja, Swazi da auch dran, ne? Aber ich würde sagen, wir bleiben mal weiter vorne. Das ist ein schöneres Krüppchen hier. Auch wenn sich jetzt Yannick Jensen und Franz Schulz etwas absetzen können. Dahinter ist es auf jeden Fall knapp bei und ich sehe die beiden auch noch nicht weg. Ja, Yannick Jensen muss auch, zumindest steht es bei mir hier, in der letzten Runde irgendeinen Fehler drin gehabt haben. Er ist dann nur mit 2,4 gefahren. Ja, das ist die Addition mit den 15 Sekunden, die ist in der Rundenzeit dann schon mit eingerechnet. Okay. Sonst wäre, mit der Zeit wäre er, glaube ich, nicht mehr auf 1 an der Stelle. So, Andy Lasagnel hat sich durchgesetzt gegen Lukas Lippert. Hatte in der ersten Kurve doch mehr Traktion und konnte innen vorbeigehen. Und oh! Dreht sich. Gab es da einen Kontakt? Schwer zu sehen. Ja, das sah mir nicht danach aus. Aber jetzt wird es natürlich richtig eng hier. Durch den Kontakt konnte der Marco Erdmann natürlich jetzt nur schlecht rauskommen. Und Andy Lasagnel, doch, er steckt wieder zurück. War fast daneben. Ja. Lukas Lippert auch schon direkt dahinter. Ja, der wartet jetzt nur auf die Chance, dass vorne einer einen Fehler macht. Auch Mark Short hängt direkt dahinter, oder ist das Mario Sorter auf der 6? Oh, quetscht dich innen vorbei. Und er gibt die Position wieder zurück. Ich nehme an, er ist außerhalb der Strecke, hat er sich innen vorbeigedrückt. Aber hier sieht man doch klar, dass die beiden Yannick Jensen und Franz Schulz nicht in Zweikämpfe verstrickt sind und ihre Rundenzeiten fahren können. Das ist beides mal eine 34er Rundenzeit, was schon schnell ist bei dem Wetter. Und danach, das sind wir erst mal 3 Sekunden langsamer auf der letzten Runde alleine. Ja, aber das Feld ist so allem in allem noch nicht weit auseinandergezogen, finde ich. Also es geht noch.
Nur mal so kleine Grüppchen noch. Oh, da hat er sich komplett ins Aquaplaning. Geht durchs Kies. Hat dann natürlich Zeit verloren. Geht es weiter hin los? Mark Max da. Ja. Scheint auch einen leichten Fehler drin gehabt zu haben. War da schon ein bisschen näher dran, ne? Derweil begrüße ich nochmal im Chat den Simios und Jürgen Weiland. Grüße an German Race Wars. Marc Maxtor ist jetzt auch auf 8 zurückgefallen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Hatte wohl auch einen Fehler oder einen Dreher drin gehabt. Ich hatte den ja eben schon auf 2 oder 3, soweit ich weiß. Mark Max, so war der auf 3, ja. Ich meine, ich hätte den beiden Falken Porsche unter den ersten 4 oder 5 gesehen. Aber Yannick Jensen ist jetzt auf die 6 zurückgerutscht. Oh, der hat aber auch einen ordentlichen Fehler drin gehabt. Jetzt wird es hier schon wieder eng. Ja, man sieht doch, die Jungs sind sehr am Limit und die Strecke wird schlechter. Vorne geht es echt zur Sache. Wir können ja mal in die Onboard gehen von Lukas Lippert, dann sieht man auch, wie schlimm das Aquaplaning ist und wie schlimm die Gischt ist. Ach, weiter begrüße ich den Thorsten Schober im Chat. Grüße Thorsten. Das ist der Teamkollege von der Scuderia Fukuhila und der Burger Gamer. Guten Tag. Vielleicht schalten wir jetzt nochmal einen weiter vorne zum Lasenel. Der klebt ja jetzt förmlich an dem. Ist das Marco Erdmann vor ihm? Das Ja, müsste genau. Marco Erdmann sein, genau. Genau. Ich denke, er könnte schneller, aber kommt, ist es halt schwer zu überholen, gerade bei dem Wetter. Ich glaube, Yannick Jensen hatte eine Durchfahrtsstrafe. Vielleicht gehst du nochmal auf die Strafen. Ich weiß nicht, ob das dann angezeigt wird. Weiterhin Jetzt. nur diese 15 Sekunden. Genau. Vielleicht hat es ja einer der Naja, Zuschauer der Thorsten gesehen. Schober. Thorsten Schober schrieb P1 in der Pit. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Ah, war noch genau. Yannick Jensen. Kommt da aber sehr nah ran. Ist besser auf Und. der Bremse und auch besser in der Kurve. Ist daneben. Aber der Audi kommt auf der Außenbahn schneller weg. Da ist halt einfach keine Traktion da in der Innenbahn. Derzeit noch knapp 24 Minuten zu fahren. Und hier beide auch sehr weit von außen aus. Da hinten ist noch ein Zweikampf, aber ich Ja. glaube, die beiden hier sind enger beieinander. Ah, wir können mal doch kurz runter gucken. Ist da auch wieder ein bisschen rangekommen. Michael Olsen. An den Merlin Wolf. Der, so wie ich das verstanden hatte, eigentlich gar nicht fahren wollte und jetzt doch Genau. eingesprungen ist.
Grüße nochmal an den Frank Pausen, Silvio Hinke und den Florian. Namen zusammen. Kommt da natürlich weit raus. Krass. Somit ist Michael Olsen jetzt vorbei. Oh, und die beiden haben sie jetzt auch gehabt. Ich glaube, da ist der Andi dem Marco Erdmann hinten ein wenig draufgefahren. Wenn ich das richtig sehe, kommt Jannik Jensen von hinten auch wieder näher ran. Ja, ich denke auch, der Marco Erdmann hält hier sowohl den Andi Lasanel und den Lukas Lippert auf. Die könnten wahrscheinlich beide schneller, aber es ist halt unglaublich schwer bei dem Wetter und den Sichtverhältnissen hinterher zu fahren. Da kann man gar nicht so nah ranfahren, um dann die Attacke zu setzen. Ich gucke gerade immer noch so mit einem halben Auge zwischen P14 und P15, ob der Merlin sich nochmal so ransetzen kann an den Michael Olsen. Ist im Moment 9 Zehntel dahinter. Ist wirklich nur dieses Grüppchen hier vorne so ein bisschen spektakulärer. Ist natürlich hart zu knabbern. Jetzt sieht man, es ist doch ein größerer Abstand zwischen Andi Lasanel und Marco Erdmann. Ich denke, der Audi kommt einfach aus den schnellen Kurven, auch aus den langsamen Kurven besser raus, aber ist halt in der Kurve selber nicht so besonders schnell. Und da kann man halt einfach nicht überholen bei dem Wetter. Auch hier leichtes Übersteuern von Andi Lasanel beim Kurvenausgang. Merlin ist auch direkt wieder dran. Ne? Ja, wie die Gabi auch schon bei uns in der Pressekonferenz gesagt hat, Abstände sind gar nicht so entscheidend hier. Es geht mal eine Sekunde weg, mal eine Sekunde wieder ran, das passiert schnell. Das hängt immer sehr davon ab, wie kommt man durch die Schikane, kommt man ins Aquaplaning rein oder trifft man die Pfütze nicht voll und dann hat man schnell mal eine Sekunde wieder in der Rundenzeit rausgeholt. Sieht man jetzt auch, Lukas Lippert war in der letzten Runde 4/6 Zehntel langsamer als Andi Lasanel und hat jetzt ein bisschen Abstand verloren, war aber eben auch die ganze Zeit dran. Und ich denke, sobald da vorne der Zweikampf weitergeht, wird er auch wieder dran fahren können. Na, hier vorne, das ist schon ein schöneres Grüppchen. Wer setzt sich da jetzt vorbei? Ah, Andi versucht's. Außenrum ist natürlich schwierig. Klebt es an der Stoßstange. Und jetzt versucht außen die Attacke. Ist daneben. Bremst spät. Das sieht gut aus. Weiterhin nebeneinander. Schönes Bild. Kommt wieder besser raus aus der Kurve. Und da dreht er sich. Tritt sich weg. Bremst auf dem Curve und das Heck geht weg. Das ist immer die Gefahr, da man so nah an auffahren. Da braucht der Vordermann nur eine Zehntelsekunde oder Bruchteil von einer Sekunde früher bremsen und schon hängt man drauf, man verbremst sich und dann ist man im Kies. Ist jetzt von der 3 auf die 6 zurückgefallen. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Da haben wir auch eine Runde zurück, wenn ich das sehe, eine harte Kampfgruppe. Vielleicht gucken wir da gerade mal auf der, das müsste der Michael Olsen sein, auf der 12, gejagt von dem Thorsten Schmidt. Nee, nee, ist noch weiter hinten, das ist Merlin. Und Thorsten Schmidt und Merlin. Die Abstände sind halt immer gering, aber es ist halt super schwer auf der Strecke bei den Wetterverhältnissen zu überholen. Das sieht dann doch nichts, sie fahren hintereinander her. Hier geht's, glaube ich, nochmal zur Sache. Janik Jensen jetzt wieder auf der 2, hat sich an Marco Erdmann vorbeigedrückt. Haben jetzt überholen, haben wir nicht gesehen, aber anscheinend ist Janik Jensen doch deutlich schneller bei dem Wetter. Oder es gab natürlich einen Stallorder, weil Marco Erdmann sagt, Janik Jensen ist schneller, ich lasse ihn vorbei. Hat es auch wieder einige Wagenlängen schon wieder zwischen sich gebracht. Leichter Schlenker vom BMW. Genau, wollte ich gerade sagen, Lukas Lippert hat Probleme dran zu bleiben, schwimmt hinterher, kommt das Heck leicht. Na, die da weiter hinten ist auch nochmal ein schönes Grüppchen. Obwohl, ne, es sah gerade enger aus. Das ist wieder Merlin Wolf, der hinter dem Michael Rosen herfährt. Aber auch zwei Plätze weiter vorne. Hat sich auch ein Grüppchen zusammengefunden. Da fährt der Patrick Hufeld, gefolgt von Mike Westerwald und Andreas Watzi direkt dahinter. Alle jetzt so diesen Standard-Sicherheitsabstand von 7, 8 Zehnteln, um nicht vollkommen in der Gischt zu fahren. Ich guck mal gerade vorne. Janik Jensen ist jetzt 5 bis 6 Sekunden hinter Franz Schulz. Können wir mal beobachten, wie sich die Abstände entwickeln. Andi Lasaniel ist auf der 8 gelandet. Hatte wohl doch auch noch einen Fehler drin. Der war ja nach dem ersten Dreher, oder ist er da, ist er bei diesem Dreher doch auf 6 gelandet? Andi Lasaniel habe ich auf der 6. Kam gerade aus der Box raus. War wohl auch in der Box. Vielleicht kann es sein, dass die Jungs mit den Regenreifen nicht durchfahren können, dass sie zu sehr verschleißen. Oder meinst du, da ist doch auch eine Durchfahrtsstrafe im Spiel gewesen? Ich glaube nicht, dass Andi Lasagne jetzt in der Box war. Das ich war hatte bestimmt, das gerade so gesehen, dass er aus der Box kam. Okay. Nee, das war bestimmt, weil ich in dem Moment hingeschalten habe. Vielleicht hat es einer der Zuschauer gesehen, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich gerade mal nebenher in den Chat. Begrüßen tue ich dann auch noch den Kai Ubi, der zugeschaltet hat.
Also Marco Erdmann hat, glaube ich, seinen dritten Platz jetzt an Lukas verloren. Ja, so sieht es aus. Und von hinten müsste schon Mark Short kommen, glaube ich, ist das, oder? Ja, sieht man, Marco Erfan hatte eine 1.39.0 und Lukas Lipp hat eine 36.9. Da ist wohl ein Fehler drin gewesen. Franz Schulz und Yannick Jensen fahren beide die 1.35. Andy Lasagnel, jetzt wo er Platz hat, fährt die ebenfalls, aber ansonsten sind da mindestens 1-2 Sekunden auf jeden Fall Abstand. Ja, aber Yannick Jensen kommt jetzt langsam wieder ran. Der Abstand wird immer kleiner. Ja, jetzt müssen nur 4 Komma. Weil jetzt noch 11 Minuten 30 Restfahrzeit. Das wird den Yannick Jensen bestimmt ärgern mit der Zeitstrafe. Es ist gewünscht, auf 7 und 8 zu gehen. 7 und 8. Oh, warte, da war ein kurzer Dreh. Da war ein McLaren im Kies nach der Schikane. Also hier passiert gerade nichts. Vielleicht gucken wir gerade nochmal, welcher McLaren jetzt da sich den Fehler hatte. Das müsste Mark Short gewesen sein. Oder war es noch weiter hinten? Welchen McLaren haben wir denn? Sieben. Ah, jetzt wird es doch noch mal ein bisschen enger hier. Mario Sorta kommt dann doch noch mal ran, ein Stück. Da sehen wir gerade noch jemand in der Box. Eine Runde zurück. Ja, Stefan Todorovic ist in der Box, der fährt, so wie ich das sehe, aber auch einfach nur durch. Ein bisschen zu spät zugeschalten. Oder war er reparieren? Das kann ich jetzt nicht sehen. Das Auto sieht auch leicht angedetscht aus. Ja, die Spaltmaße von der Motorhaube stimmen nicht mehr ganz, beziehungsweise in dem Fall ist es ja der Kofferraum. Aber vor ihm gibt es einen Zweikampf. Vielleicht schalten wir da mal hin. Jetzt oben in der rechts auf der Gegengeraden sind die beiden. Das müsste der Patrick und Mike sein. Mike Westerwald jagt den Patrick Hufeld. Knapp 9 Minuten sind es jetzt. Also viel Zeit bleibt den Fahrern nicht mehr. Ein bisschen sehr. Oh, und dann dreht er sich. Oh. Hatte zu früh auf dem Gas. Da war das Aquaplaning noch da. Somit ist Patrick Hufeld. Achso, ne. Er ist leider mit durchgeflutscht. Patrick Hufeld war vor Mike, oder? Genau. Der ist durch. Mike ist jetzt auf der 11. Ja, wenn das so weitergeht, kann es noch sein, dass wir auch noch Überrundungen sehen werden. Franz Schulz und Yannick Jensen sind jetzt nur noch 2,9 Sekunden auseinander, kommen jetzt gerade in der letzten Kurve. Ich glaube, die haben sogar schon überrundet. Den Stefan haben sie schon überrundet.
Ich glaube 5 und 6, da gucken wir noch mal rein. Das sieht knapp aus. Und 7 und 8 ist gerade in der Haarnadel knapp. Also 5 und 6, ja, Mark Short. Da hängt der Andi Lasanel wieder dran. Und Andi wieder, genau. Ist auch eine 35,3 gefahren und der Mark Short ist nur eine 37,3 gefahren. 2 Sekunden schneller, sieht man das Potenzial vom Andi auf dem AMG, wenn er freie Fahrt hätte. Doch, jetzt probiert er es innen. Aber Yannick Jensen ganz stark mit einer 1,34,4. Schnellster Mann momentan. Ja, der will den Sieg noch haben. Der will an Franz Schulz noch vorbei. Der will sich den Porsche noch schnappen. Aber den Sieg wird er nicht mehr schaffen mit der Zeitstrafe. Stimmt, die ist ja auch noch mit drin. Das ist natürlich. Also schätzungsweise denke ich, wird er dann letztendlich auf Platz 6 landen. Mit den 15 Sekunden. 15 Sekunden, ja, Platz 5 oder 4 oder 5. 5 oder 6. Vielleicht gucken wir nochmal die Überrundeten an, die gerade in die letzte Kurve einbiegen. Da scheint es ein Dreier- oder Vierer-Trupp gebildet zu haben. Oh, Melvin, da haben wir genau richtig eingeschaltet. Bremst auf dem Curb und dreht sich weg. Oh, da gehen die Rundenüberholer vorbei. Trotzdem weiter vorne sein, ne? Ich glaube, das ist hier das Püppchen. Und Mike Westerwald. Oder fährt er noch mit? Der McLaren hat Platz gemacht. Oh, ich glaube, Andi ist vorbei. Andi ist vorbei an Mark Short. Ich schätze, hat sie sich gerade wahrscheinlich unten in der Haarnadel geschnappt. Leider ein bisschen verpasst. Und im Hintergrund geht der McLaren ein bisschen weit. Ja, der ist im Kies gelandet. Ist das Mark Short, der sich da zu weit ausholt? Ja. Ja. Hat ein bisschen zu viel gepusht. Ja, schau dir mal die Zeiten da oben von Franz Schulz und Yannick Jensen an. Ja, die fahren konstant ihre 1,35. Ich bin gespannt, dass der Michael Olsen, der da schlecht durchs Kies kommt und wird direkt von Thorsten Schmidt überholt. Und von hinten müsste schon Franz Schulz sein, wa? Und Yannick Jensen müssten das im Hintergrund sein, glaube ich. Vielleicht geht es noch auf Michael Olsen, ja, der geht weit, lässt durch. Der Ferrari lässt auch. Jetzt macht er die Tür auf und geht. Ist natürlich immer schwierig, wenn man selber im Zweikampf ist.
So, das sind beides, da steckt er im Sandwich der Schnelleren. Das ist jetzt schwierig, aber er müsste eigentlich Yannick vorbeilassen. Natürlich will man als Überrundeter jetzt selber nicht so viel Zeit verlieren, aber macht da ganz fair Platz. Jetzt hat er wieder schon Michael Olsen im Nacken. Da war er eben schon 1,5 Sekunden weg, jetzt ist es nur eine halbe. Also ich denke auf Positionen 1 und 2, da wird jetzt nichts mehr anbrennen, da wird der Yannick Jensen auch nicht den Fehler machen, jetzt da noch zu versuchen zu überholen. So, und ich glaube auch, dass der Franz Schulz jetzt in seine letzte Runde geht. Genau, bei 1,15 noch zu gehen, wird das die letzte Runde sein. So sehr wird er sich nicht steigern. Lasagnel in der letzten Runde mit einer 1,41, jetzt hat er wieder eine 1,36 gefahren. Da war, scheint auch, die Pace steckt im Auto. Aber doch etwas, vielleicht etwas spitz abgestimmt, immer wieder Fehler drin. Ja, was sagst du zur Leistung von Franz Schulz? Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass er den Platz jetzt nicht mehr wegschmeißen wird. Sehr gut gefahren, sehr konstant gefahren vor allem. Oh, wer steht denn da am Kiesbett? Versucht es auch gar nicht mehr. Ich denke, er ist ein Überrundeter, der komplett im Verkehr gelandet ist. So wie ich, genau, ich denke auch, er hatte jetzt nicht die beste Quali, beste Zeit, aber ist einfach fehlerfrei gefahren im Vergleich zu den anderen Fahrern und Ja. holt sich jetzt die verdienten Lorbeeren ab. Wunderschöner Rennsieg. Yannick Jensen Yannick auf Jensen. 2. Müssen wir gucken, wo er nachher noch landet. Lukas Lippert auf der 3. Dann auf der 4 Marco Erdmann. Der stark gekämpft hat gegen viele. Andy Lazanel auf 5 mit Potenzial nach oben. Mark Short auf der 6. Ui. Die Kollegen schmeißen noch schön die Karre in den Sand. Dann auf Marc der 7 Maxdor Mark Maxor. Hatte eigentlich auch einen guten Start, so wie ich das sehe, meine ich, wäre er doch auf 4 gewesen in der ersten Runde. Und hat dann aber doch einen Fehler eingebaut. Hat aber jetzt natürlich eine bessere Ausgangslage für das Rennen 2. Dann Mario Sorta auf der 8. Dann auf der 9 Mike Westerwald. Patrick Hufeld auf der 10. Michael Olsen steht. Fährt gar nicht mehr weiter. Oder ist er schon über die Stadt? Ach, das ist eine schöne Stadt Ach hier. so, die können. Oh. Oh, hier machen sie sich noch die Karre kaputt. Brauchen sie ja nicht mehr fürs nächste Rennen. So, und damit ist das erste Rennen schon beendet. Viele kleine Fehler, aber keine wirklich großen Abräume haben wir gesehen. Ich mache gerade mal auf Fotos.
Ist vielleicht jemand von den Zuschauern im Chat so nett und würde dann schon mal die Aufstellung fürs nächste Rennen reinschreiben? Ich lese mal kurz vor. Marcel Umhöfer auf der 1, Andreas Vazzi auf der 2, Stefan Todorovic auf der 3, Merlin Wolf auf der 4, Thorsten Schmidt auf der 5, Michael Olsen auf der 6, Patrick Hufeld auf der 7, Mike Westerwelt auf der 8, Mario Sorte auf der 9, Marc Maxor auf der 10, Marc Short auf der 11, Andy Lasagnel auf der 12, Marco Erdmann auf der 13, Yannick Jensen auf der 14, Lukas Lippert auf der 15 und Franz Schulz von hinten auf der 16. Hast du alle Fotos gemacht? Ich habe alle Fotos gemacht. Warte mal kurz. Ah, okay, stimmt. Wir müssen mal mit der Rennleitung besprechen, was mit Andreas Vazzi ist. Denn der wurde irgendwie nicht gewertet, von welchem Platz er jetzt starten soll. Ich gehe dann schon mal, gehe dann zurück in die Lobby und mache dann schon mal die neue Lobby, richtig? Genau, das könnten wir Ja, schon mal wir machen. haben ja alles gespeichert, dann können wir schon mal in die neue Lobby starten. So, dann verlasse ich und mache die neu. Startzeit ist jetzt 14 und dann ist 15 Uhr Startzeit und wir haben leichten Regen. Denk an das Training noch, ne? 10 Minuten. Qualifying aus, Training an. Genau. 10 Minuten, Starter ist dann ebenfalls um 15 Uhr, Zeitverlauf ein. Leichter Regen gespeichert. So, ansonsten hat sich nichts geändert, dann werde ich mal starten. So, Spielerbegegnung. Ich schicke dann schon mal Einladung auch raus. Okay. Weil sonst sehen wir immer diesen Ah, Blue natürlich. Screen. Natürlich. So, jetzt sollte es wieder zu sehen sein. Nee, du bist noch nicht Regisseur. Achso, So, ich hab's noch jetzt. nicht angenommen, warte, Ah, geht okay, gleich los. ja, bist du drin.
So. Also, du kannst ja noch mal mit abhaken. Andreas Watzi. Ich gehe mal gerade in die Liste rein zum Gucken. Andreas Watzi. Dann Andy Lasagnell. Andy Lasagne. Franz Schulz. Franz Schulz, ja. Lukas Lippert. Ja, Lukas Lippert. Mike Westerwald. Mike Westerwald. Marc Short. Marc Short. Marcel Umhöfer. Marcel Umhöfer. Marco Erdmann. Marco Erdmann, ja. So, da muss ich jetzt da erstmal Schluss machen. Warte. Und dann die anderen. So, dann Mario Sorda. Risotto, genau, den haben wir ja nicht auf der Liste gehabt, ja. Marc Maxtor. Marc Max, so, dann haben wir Falken Motorsport komplett. Merlin Wolf. Merlin Wolf, ja, dann haben wir Wolf Motorsport komplett. Michael Olsen. Michael Olsen, ja. Dann haben wir die Patrick komplett. Kuhfeld. Ja. Stefan Todorovic. Ja. Thorsten Schmidt. Ja. Jannik Jensen. Und dann müsste es Ja. gewesen sein. Jo. Ich denke auch. Ich hoffe, So, dann Todo, warten wir machst noch, du? bis alle Fahrer drin sind und ihren grünen Daumen gesetzt haben. Hast du den Dann Andreas kann Watzi es weitergehen. genannt im ersten Rutsch? Ja, ich glaube, ist schon drin. Okay. So, Frage an den Chat. Wie seht ihr die Chancen oder wen seht ihr im zweiten Rennen vorne? Wir haben ja jetzt das erste Rennen gesehen. Das zweite Rennen wird bei leichtem Regen stattfinden. Da ist natürlich der Grip etwas höher. Und natürlich die Startposition. Die starken Fahrer müssen jetzt von hinten kämpfen. Andy Lasagne ist, glaube ich, auf 5 angekommen. Der hat natürlich jetzt eine etwas bessere Position. Also ich sehe eigentlich die drei wieder vorne. Jannik Jensen, Andy Lasagnel und den, der war auf 2. Warte, tippst du gerade ein oder soll Franz ich? Schulz. Nee, kannst du gerne machen. Ich hab's nur auf dem Handy, den Okay. Stream. Hattest du jetzt schon die Rückmeldung von der Rennleitung? Ja, der Andreas Watzi soll dann von der 2 starten. Okay. So wie wir auch das Foto gemacht haben. Genau. So, ich sollte jetzt wieder zu hören sein. Ich habe gerade das Mikrofon kurz gemutet. MPM Doppelsieg. Ja, mal gucken, ne?
So, wir haben alle da. An die Fahrer oder an die Spotter bitte, wenn alle bereit sind, den Daumen, grünen Daumen hochgeben. Ich gucke gerade mal durch. Was fehlt jetzt noch von Mario Sorta, Marco Erdmann und Andy Lasagnell? So, Andy Lasagnell hat auf jeden Fall das richtige Auto. Marco Erdmann hat auch das richtige Auto. Von daher würde ich sagen, schnacken wir nicht lang, gehen wir wieder auf die Strecke. Was sagst du, Olli? Ja, lass loslegen. Danke, Ali. Du hast auch gerade mal die Aufstellung reingepostet. Ah, sehr schön. War etwas schneller als du, Olli. Ja, Einfingersuchsystem bei mir. Nur mal gucken, ob das hinhaut. Ich lese mal vor und dann Ich du hast ja bin's, die Rückert Liste. Jensen, Erdmann, Lasagnell, Short, Maxdor, Sorta, Westerwald, Ufeld, Olsen. Schmidt, Ja, Wolf. Wolf, Todorovic, Spazi, Umhilfer, ja, das passt so. Packt perfekt. Danke, Ali. So, Jannik So. Jensen fällt direkt wieder raus. Zum ersten Mal heute sehen wir ein bisschen Sonnenschein. Wir werden jetzt deutlich bessere Gripverhältnisse haben. Ich denke jetzt auch, jetzt werden wir 2, 3 Sekunden schneller. Ich guck mal gerade, was wir eben für eine schnellste Rundenzeit hatten. Die schnellste Runde war von Jannik Jensen, glaube ich. Jannik Jensen, eine 1:34.436. Und Frank Schulz hatte eine 1:34.8. Und Lukas Lippert war dann schon mit 1:35.3 dahinter. 1:35.0 von Andy Lasagnell. 35.0 von Marc Maxtor. Und dann sind es schon hohe 35 und 36er Rundenzeiten. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit auch nochmal, um uns die Strecke jetzt mal aus der Onboard anzugucken. Hier liegt ja jetzt deutlich weniger Wasser auf der Strecke. Ah, erstaunlicherweise fahren hier viele Fahrer raus nochmal am Training. In den anderen Ligen war es mehr oder weniger dezenter. Obwohl ich das so durchaus für sinnvoll halte, da die Griffverhältnisse natürlich jetzt ganz anders sind als im ersten Rennen. Man muss jetzt erstmal gucken, was geht, wie viel kann ich doch aufs Gas gehen beim Rausbeschleunigen, wo liegen jetzt die Bremspunkte. Gerade für die Schikane sind die Bremspunkte ja deutlich später. Bin mal gespannt, wer hier die erste Zeit setzt. Auch kommt hier viel besser raus aus der Kurve. Keine Pfütze, querlaufen. Geht hier sehr weit übers Gras. Weiß nicht, ob die Runde dann noch gültig ist.
gerollt hier eben in der Schikane über das Kies. Aber es ist natürlich die Warm-up-Runde, der guckt, was geht. Aber immerhin, hier ist keine Pfütze. Keine Pfütze, noch nicht. Die werden wir doch im Laufe des Rennens irgendwann wiederfinden. In verminderter Form, nehme ich an. Gerade die langsamen Kurven sind halt jetzt viel schneller. Wir sehen von Stefan Todorovic eine 1, 2, 1:32. drei. Genau. Stark. Ja, der ist im ersten Rennen doch sehr unter seinem Potenzial geblieben. Ich muss gerade mal gucken, wo er das Quali gesetzt hat. Und Mike Westerwald ist schneller mit einer 1:31,9. Ja, da passt nicht mehr viel dazwischen, zwischen den beiden. Stefan Todorovic, eine 1:36,3. Damit war er auf Platz 14 im ersten Qualifying. Ich denke auch, dass wir jetzt im Rennen wesentlich schnellere Rundenzeiten sehen werden. Zumindest solange wie die Strecke noch nicht allzu nass ist. Meinst du, wir werden eine unterhalb der 1:30er-Marke, die wird geknackt werden? Es wäre schön, es wäre wünschenswert. Ich weiß gar nicht, was für Rundenzeiten sind denn hier im Trockenen möglich? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin die Strecke Vielleicht. nicht im Trockenen gefahren. Wir sind ja interaktiv. Vielleicht die Frage an die Zuschauer: Was ist hier so im Trockenen möglich? Was erwartet ihr für schnellste Rundenzeiten jetzt bei leichtem Regen? Schauen wir mal bei Merlin mit rein. Zwar wohl die Outlap, er geht jetzt auf die schnelle Runde. Ah, setzt den M6er wieder leicht quer. Ja, ich bin den M6 auch noch nicht gefahren, aber ich habe das auch so mitgekriegt, dass der wohl ein sehr fahraktives Heck hat. Gerade im Regen, das ist schwierig mit dem Auto, finde ich. Na, Kuno schreibt gerade, also Martin Kuhn, 1:26,6 im Trockenen geht. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir die 1:30 geknackt kriegen. Haben wir jetzt schon ein paar Rundenzeiten gesehen. Aber ich denke, die Jungs werden auch alle mit vollem Tank fahren im Rennen-Setup. Ich glaube kaum, dass jetzt eher jemand nochmal das Quali-Setup auspackt, um noch eine schnelle Rundenzeit zu setzen. Ja, und man sieht deutlich, dass die Strecke dann doch schon wieder ein bisschen nasser werden oder wird, weil irgendwie kommt keiner an Mike Westerwald vorbei von der Rundenzeit. Wie war das gleich nochmal? Wenn das abgelaufen ist, warten wir aber noch 2 oder 3 Minuten, bis wir dann doch auf die Strecke starten, richtig? Genau. Okay. Dann gucken wir gleich mal auf die Uhr, wenn es abgelaufen ist, beziehungsweise wenn wir jetzt. Ne, warten, gucken wir gleich auf die Uhr, wenn es abgelaufen ist. Dann haben wir da noch 3 Minuten gegeben. Ah, Franz Schulz hat auch noch keine Zeit gesetzt. Bin mal gespannt. Ist auch noch auf der Strecke unterwegs.
auch leichter Quersteher mit dem Porsche. Ist voll am Limit. Guckt, was geht. Auch wieder hier leicht quer, steht voll auf dem Pinsel. Der will es wirklich wissen. Leichtes Vorderrad blockieren beim Anbremsen. Und biegt direkt in die Box ab. Will keine Zeit setzen, will uns nicht zeigen, was er drauf hat. Schön. Der Audi kann auch quer. Ja, die Strecke wird jetzt auch zunehmend nasser. Also ich denke, nur am Anfang des Rennens werden wir noch so die richtig schnellen Rundenzeiten sehen und dann wird es auch langsamer wieder werden. Erdmann scheint jetzt aber auch schnell unterwegs zu sein. Uiuiui. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie ist das? Fahren die Leute, die Jungs hier in der Liga A mit Traktionskontrolle im Regen oder macht das die Jungs alle langsamer und die haben alle die Traktionskontrolle aus? Schwierig zu sagen. Teils, teils, denke ich. Also bei Starkregen würde ich sie anmachen, wenn es so richtig nass ist. Aber jetzt vielleicht, also im leichten Regen, würde ich ohne fahren. Wolf geht das hier nochmal auf die Linie. Über die Linie verbessert sich auf 9. Bin da 1,34,4. Ja, dann werden wir wohl die 1,30 doch nicht mehr knacken. Also ich denke mal, Mike Westerwald wird schon gezeigt haben, was er kann. Und natürlich wird er auch mitten im Verkehr stecken. Annie Lasagnier im Hintergrund holt alles aus dem AMG raus. Müssen wir dieses Sitzungsergebnis eigentlich auch protokollieren? Nee, das ist nur Training. Okay. So, wir haben jetzt 21.21 Uhr. Wir warten jetzt noch 3 Minuten. Das heißt, um 21.24 Uhr wird es dann weitergehen. Genau. Ja, vielleicht nochmal die Frage an den Chat. Was denkt ihr, wer das zweite Sprintrennen für sich entscheidet? Was wäre dein Tipp, Philipp? Also, ich sehe ja den Stefan Todorovic etwas sehr unter seinen Leistungen gefahren zu haben. Er hat ja jetzt hier wirklich auch eine starke Zeit mit der 1,32,0 rausgefahren und darf natürlich im Vergleich zu den anderen starken Fahrern von der 3 starten. Da hat er nur noch den Andreas Vazzi und den Marcel Umhöfer vor sich. Der hat natürlich dann aus der Startposition alleine einen großen Vorteil gegenüber den anderen, weil es auch wirklich keine Überholstrecke ist. Ich kann schwer einschätzen, ob die Jungs von hinten, also ich sehe ja Andy Lasagnel, Lukas Lippert und Franz Schulz wirklich schnell und Yannick Jensen, Marco Erdmann, das sind eigentlich alle, die ersten fünf geworden sind, die sind eigentlich alle schnell unterwegs. Ist halt die Frage, wie weit kommen die nach vorne, wie viele Fehler machen die vorderen Fahrer.
Wen siehst du vorne? Ja, schwierig jetzt. Ja, ich mach's mal spannend. Ich sage mal, Bazzi auf der 1, Westerwald auf der 2 und ja, ich nehme Jensen auf der 3. Das ist Einmal natürlich eine quer durchs starke Feld An einmal jagen. eine starke Ansage. Also ich sehe den Stefan Todorovic auf der 1. Dann auf der 2 sage ich mal Marc Maxtor. Und auf der 3 Andy Lasagne. So, ich würde sagen, wir können trotzdem schon mal starten, weil die Fahrer haben ja noch 2 Minuten Zeit. Dass wir das nicht alles zu sehr hinauszögern. Alles klar. So, jetzt beginnen die 2 Minuten. Die werden auch schon von den 35 Minuten Fahrzeit abgezogen, sehe ich oben. Nochmal an die Spotter, denkt daran, euren Jungs Bescheid zu sagen, dass das Licht angemacht werden muss. Kommen wir ja erstmal in unsere Einführungsrunde. Genau. Wir können ja gleich, ich lese dann gleich mal die Liste vor und dann gucken wir mal, wer wohin gehört. Marcel Umhöfer, wo steht der denn? Ganz hinten. Der darf natürlich erstmal direkt nach vorne fahren. So, jetzt geht's an. Licht Bitte. anmachen. Porsche und Audi hat noch nicht die Lichter an. Der AMG hat auch noch nicht die Lichter an. Ja, die Gänse fährt direkt mal in die Wiese, der muss direkt von hinten starten. Vielleicht suchen wir uns direkt mal den Marcel Umhöfer, da der Michael das Rennen. Ohlen, Franz Schulz. Jetzt richtig. Einer der Falken Porsche hat auch noch immer nicht das Licht an. Michael Hosen hat, glaube ich, auch das Licht noch nicht an. Max, so war das. So, jetzt haben wir den Marcel Umhöfer auf 1. Können wir mal gucken. So, dann Masi haben wir den Umhöfer. Andreas Watzi schon auf der 2, Stefan Todorovic auf der 3. Das ist schon mal Der richtig. müsste vielleicht Merlin noch das Wolf. Licht anmachen. Genau, Stefan Todorovic muss das Licht noch anmachen. Merlin Wolf auf der Wolf auf der 4. 4. Thorsten Schmidt auf der 5 ist richtig. Danach Michael Olsen ist richtig. Patrick Hufeld. Gefolgt von Mike Westerwald. Dann Mario Sorta. 10 Max Mack. Marc Maxtor, Marc Short, Andy Lasagnel, Auch Mark Short sollte vielleicht noch das Licht anmachen. Marco Erzmann auf der 13, Jensen auf der 14, Lippert auf der 15, Franz Schulz auf der 16. Damit haben wir uns doch mal schon mal richtig einsortiert. Jetzt müssen wir nur noch nach der Schikane ins Double File gehen. Ah, jetzt sieht es auch aus, als hätten alle bis auf Stefan Todorovic das Licht an. Vielleicht gehst du mal auf Position 8, Mike Westerwald, oder auf einer Reihe weiter vorne. Ich würde ein bisschen weiter vorne bleiben, damit wir sehen, wann Marcel Umhilfer Okay, den ja. Start freigibt. Ja, Stefan hat immer das Ja, Licht Start aus. schon durch. Versuch's. Ne, doch nicht. Und Doch, es jetzt geht startet er. los im zweiten Sprintrennen. Stefan Todorovic hat etwas Oh, da geht's geschlafen, hinten verliert schon. direkt. Wird's hinten schon ein bisschen enger. Oh, da wird schon gedrückt.
Ja, kommt da auch ein bisschen Stefan weit Zedrosch geht raus. weit und dreht sich, kommt zurück auf die Strecke. Das ist gefährlich. Eieieiei. Der BMW kann gerade noch ausweichen. Im Und hier Hintergrund hinten geht noch ein ein Audi Abflug. weit. Aber ich würde sagen, bleiben wir mal weiter vorne. Ey, Andreas Andreas Matzi wird Matzi kriegt da angetitscht. von. Marcel Umhöfer. Ne, war das Marcel Umhilfer? Ja. Sah fast wie Michael Olsen aus, der sich dann auch, glaube ich, weggedreht hat jetzt. Fällt immer weiter nach hinten. Merlin Wolf hat sich direkt schon mal auf die 1 vorgekämpft. Angriff von. Oh, da gibt es ja Kontakt in der Kurve zwischen Mark Maxtor Baxter. und Jensen. Aber Marc Maxtor hat auch schon einen Titch gekriegt. Da stimmen die Fugenmaße vorne an im Kofferraum auch nicht mehr. Ging ja am Start schon ganz schön zur Sache. Machst du bitte nochmal die Streckenkarte an? Ach so, ja, natürlich. Und da geht der erste in die Box. Ja, Das müsste Mark Short sein. ist eingeschlagen, holt sich wahrscheinlich ein neues Bodykit. Oh, da fahren Oh, da einige gehen rein. mehrere in der Box. Wen haben wir Guck denn da mal. alles? Da hätten wir Mark Short. Short, Lukas Lippert, Und Michael Michael Olsen. Olsen. Ja, genau. Und da kommt noch jemand in die Box auf 16. Andy Andi Lasagne. Lasagne. Oh, dem fehlt der Heckflügel. Ja, ohne Heckflügel fährt es sich schwer bei dem Wetter. Also, sortieren wir nochmal. Gucken wir mal uns die Startaufstellung an. Merlin Wolf hat sich verbessert von 4 auf 1. Andreas Matzi ist auf der 2 geblieben. Auf der 3 ist Mark Max, nee, Mario Sorda. Dann kommt Mark Mal Maxtor. Sorter von 9 auf 3. Der hat natürlich Glück gehabt durch die ganzen Kontakte. Ist wohl ziemlich glimpflich durchgekommen. Dann Franz Schulz. Franz Schulz. Ja, der kommt von der 16. Der hat sich einmal komplett aus allem rausgehalten. So schnell kann es gehen. Habe ich mich doch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, dass das Überholen so schwierig ist. Jetzt haben wir die beiden Falken-Porsche schon aneinander. Ja, und im Hintergrund müsste, glaube ich, dann Marco Erdmann kommen. Aber wie es aussieht, hat der Marc Maxtor auch einen Kontakt gehabt, ist aber nicht in die Box gegangen. Scheint der Nachteil wohl nicht zu groß zu sein, so wie er hier angreift. Wird aber vom Kollegen angegriffen. Franz Schulz, nee, doch, zieht zurück. Hat es eben versucht. Hat sie sich mal blicken lassen. Hier vorne geht schon ganz schön eng zu sich. Ich würde auch sagen, wir bleiben erstmal hier in dem Dreierpack. Ja, dahinter ist es wohl auch knapp. Ja, werden wir mal gucken, ob der Franz Schulz dem Marc die Überholmöglichkeit lässt oder ob er selber versucht, an Mario Sorta vorbeizugehen. Oder meinst du, die beiden dürfen frei fahren und attackieren sich auch gegenseitig? Ja, ich denke mal, wenn man dahinter bleiben möchte, er dann wahrscheinlich auch nicht, wenn er schneller ist, Ja. der Franz Schulz. Kommt hier auch Und wieder wer besser sagt's denn? durch. Ist Aber wir haben auch ja eben quasi schon gesehen, auch fast wenn man in vorbei. der Innenkurve, auf der Innenbahn besser rumkommt, man ist dann nachher doch außen und kommt schlechter raus. Aber es sieht schon so aus, als wenn die beiden auch Ja, miteinander ein bisschen Franz Schulz kämpfen. ist vorbeigegangen, Marc hat die Tür offen gelassen und hat seinen Teamkollegen durchgelassen. Nicht mit letzter Konsequenz gekämpft. Jetzt darf er sich an dem Kann mal Ferrari gucken. die Zähne ausbeißen. Da würde ich aber auf den Glaube, so Franz ist gehen, besser. genau.
Ja, mit der Gischt, das ist immer noch nicht angenehm, auch wenn es schon deutlich weniger ist als im ersten Rennen. Da zieht er zu Kommt weit weit aus. raus. Und hat natürlich jetzt wieder zwei Plätze verloren. Aber dafür ist Erdmann jetzt an Max dort dran, ne? Und Jannik Jensen kämpft sich, glaube ich, auch weiter vorne. Ist jetzt Der ist schon jetzt auf auf der der 8. 8. Die Zuschauer wünschen 1 und 2. Ja, Ja, da dann hat schauen sich wir mal hin. der Andreas doch auch rangekämpft an den BMW. Ja, Merlin hat viel Glück gehabt. Leichtes Übersteuern. Hat viel Glück gehabt im Startgetümmel. Hatte natürlich auch eine super Startposition. Jetzt heißt es kämpfen und die Zähne zusammenbeißen und den BMW so breit machen wie möglich. Im Moment hat er noch gut Luft nach oben. Eine der Favoriten waren ja schon in der Box. Ich denke, dafür ist bei denen ist eigentlich der Kampf ums Podium hat sich damit eigentlich erledigt. Die Kollegen, die in der Box waren, die sind mindestens 40 Sekunden hinter dem Merlin hinterher. Ich glaube nicht, dass diese 40 Sekunden jetzt noch in den restlichen 25 Minuten zugefahren werden können, wenn da jetzt keine groben Fehler entstehen. Also Platz 3 bis 5 ist natürlich auch oder sehr schwer auseinanderzuhalten. Ja, da müssen wir ein bisschen gucken. Aber wir sehen jetzt, die Zeiten sind jetzt nicht viel besser geworden als im ersten Rennen. Wir haben 34er, 35er Zeiten unter den ersten fünf. Yannick Jensen mit der 1,34,3 kämpft sich natürlich jetzt auch an den Franz Schulz ran, der nur eine 1,37 hatte im letzten Umlauf. Ja, danke, Samot. Der Merlin ist bereit, das kann der Merlin uns nur selber beantworten. Aber der Andreas Mazzi ist jetzt noch nicht voll dran. Oh, wir sehen, wer da vorne wird jetzt schon überrundet. Das kann da eigentlich nur der Stefan Todorovic sein. Ja. Das wird jetzt hier auch ein enges Feld. Die beiden Audis Beide Audis zwischen beiden Teilen. und vorne der angeschlagene Marc. Franz Schulz geht deutlich schneller durch die erste Kurve. Ich denke, das war ein kurzer Leck, das war kein Kontakt. Ja, Ja, da scheint packt ein bisschen rum. Verbindungsprobleme zu sein. Nee, halt. Und Mario Sotta nutzt die Chance, geht innen vorbei. Die nächste ist wieder eine Rechtskurve. Da muss er dann zurückstellen, der Max Thor. Ah ne, es ist doch Marc Maxtor. Ah, die schenken sich Und erwischt und hinten im Marco Hintergrund Erdmann dreht dreht sich sich weg. Marco Erdmann. Ja, die sind alle voll am Limit. Vorne wird es jetzt auch ein bisschen enger. Ich werde mal nebenbei ein bisschen die Zeit beobachten. Ja, so viel Zehntel der Andreas hinter dem Merlin Wolf. Da ist er auch gerade vorbei. Ja. Haben wir es ein bisschen verpasst. Ich glaube, Merlin Ja, hat Franz sich da Schulz ein ist auch bisschen gerade an weggedreht. dem Teamkollegen vorbeigegangen, Marc Maxtor. Ja, Merlin Wolf hatte eine 1,39, da ist wohl ein Fehler gewesen. Jannik jetzt schon auf der 4. Ja, es zeichnet sich doch so ab, dass wir unter den ersten, sag mal, sechs doch wieder vier altbekannte Gesichter sehen werden. Ja, noch ist ja ein bisschen Zeit.
denke, das könnte durchaus Aber passieren. der Mario Sorte, so wie es hier scheint, schön zieht eine Perlenkette hinter sich her. Sind, glaube ich, 7 Fahrer innerhalb von 3 Sekunden. Oh, weiter hinten wird es auch nochmal ein bisschen enger. Thorsten Schmidt. Der versucht es am Audi. Gucken, ob der Ferrari jetzt seine Leistung ausspielen kann auf dem Weg runter zur Schikane. Das Nee. müsste Patrick Hufeld vor ihm sein, ne? Genau, das ist Patrick Hufeld vor ihm. Und Marco Erdmann dahinter. Die ersten beiden kommen jetzt schon in die Überrundung rein. Ja, ich bleib mal noch kurz bei dem Ja. Grüppchen hier. Genau, das war jetzt nur zur Information. Brauchst nicht unbedingt dahin schalten. Aber es ist doch überraschend, so früh in der Liga A dann doch schon die Überrundung zu sehen, wenn dann doch die Wagen so kaputt sind, dass doch in die Box gefahren wird. Hatte man bei uns eigentlich nicht gesehen, da waren nur wenige, die dann in die Box gefahren sind. Oh. Marc Maxtor scheint auch einen Fehler drin gehabt zu haben. Ist auf die Das 9 war schön. zurückgefallen, wenn ich das so richtig Ja. sehe. Aber im letzten Umlauf war noch 1,35, muss das auch in dieser Runde gewesen sein. Ey, und Erdmann dreht sich wieder weg. Ey, und noch einer. Hinten im Hintergrund ein McLaren. War das der Marcel Mark Ungefähr? Short, Marc Short. oder? Nee, ach so, nee. Nee, ich glaube, es war Marcel Unghöfer. Oh, steht immer Weil steht noch. immer noch da. Was ist das, Mike Westerwald? Der immer noch steht. Wartet er auf Ja, die genau. weiterkommenden oder hat er den abgewürgt? Ich glaube, abgewürgt. Er hat natürlich jetzt mega Zeit verloren. Definitiv. Wird er auch noch vom Teamkollegen überholt? Aber Merlin kann weiterhin seinen Vorsprung halten vor Jannik Jensen. Weiterhin 3,3 Sekunden, da passiert nicht viel. Das ist jetzt auch keine Angriffsdistanz. Aber hält auch konsequent die 5 Sekunden zu Jannik. Wir müssen auf jeden Fall mal den Abstand zwischen Merlin und genau, Yannick im Auge behalten. Franz Schulz geht da auch ein bisschen weit am Ausgang von der langen rechts oben am Berg. Aber man sieht schon, langsam fängt das Wasser wieder an, sich zu sammeln, kurz vor der Schikane. Das ist natürlich doof, wer dann zu weit rechts außen anbremst, der Ja. rutscht dann nur noch geradeaus. Auch hier hört man schon, da geht's schon leicht ins Aquaplaning, die Pfütze ist da. Bremst auf der letzten Rille. Tut sich hier auch nicht viel. Gucken wir noch ein Stück weiter hinter. Marco Erdmann kämpft sich jetzt wieder ran. Die beiden kommunizieren mit Lichtsignalen. Ich denke, da gab es vorher wahrscheinlich auch eine etwas strittige Situation. Ja, oder der Thorsten wollte uns mal grüßen, Ja. weil er gerade auf Ja. den Chat guckt, den Stream guckt. Ja, also wenn er so fährt und nebenher diesen Stream guckt, dann habe ich Respekt. Ja, Thorsten, jetzt bist du im Bild. Wenn du deine Mutter grüßen willst, blink mal kurz auf. Oh, da kommt er schlecht raus.
Marco Erdmann titscht hinten an, weil er besser rauskommt. Hat sich hoffentlich nicht den Splitter kaputt gemacht. Ja, sieht ganz klar, der könnte schneller. Hat aber den starken Ferrari vor sich. Ja, hat aber heute auch schon den einen oder anderen Fehler gemacht. Und sich ein bisschen weggedreht jeweils. Michael Olsen in der Box sehe ich gerade. Werden da die Reifen gewechselt? Aus. Ja. Sind da vielleicht doch Probleme mit dem Verschleiß? Jetzt bei geringerem Regen werden die natürlich weniger gekühlt. Kann sein, dass man auf einer Einstopp-Strategie geht, einfach weil die Reifen das sonst nicht länger durchhalten. So, Yannick Jensen kommt jetzt ein bisschen näher an Merlin ran. Ja, und der Merlin, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt genau Richtung hinter Michael Olsen. Genau. Ja. Hat jetzt die Überrundung vor sich. Ich hoffe, das geht schnell und glimpflich ab. Das ist immer in so einer Situation, wenn man doch überraschenderweise vorne ist. Oder sehe ich das falsch? Ist Merlin eigentlich jetzt nicht der Topfahrer in der Liga? Ich weiß nicht, das kannst du vielleicht besser einordnen. Also, ich bin da genauso wie du heute. Also nach dem Ergebnis des ersten Rennens ist natürlich jetzt hier Platz 2 ein sehr starkes Ergebnis, sage ich mal so, ohne mich zu verquatschen. Und deswegen hat er natürlich jetzt den Druck, keinen Fehler mehr zu machen und die Position zu halten. Und zumal es ist ja auch sein erstes Ligarennen in dieser Saison. So hat er sich natürlich das beste Wetter ausgesucht. Ja. Aber Michael Olsen scheint auf den neuen Regenreifen doch besser zu gehen als vorher. Merlin Wolf ja, hält den Abstand auf jeden Fall, kann sich nicht ranfahren. Und solange muss der Michael Olsen natürlich auch keinen Platz machen. Aber er muss aufpassen, von hinten kommt schon der Jensen. Und dann Franz Schulz auch gleich dahinter. Jo, die beiden sind jetzt nur 2 Sekunden auseinander. Da haben wir jetzt auch schon die erste 1:33,6 von Yannick Jensen. Mhm. Und eine 1:33,6 von Andy Lasagnel, der hinten auf der 13 rumfährt, nach seinem Boxenstopp. Der kämpft sich gerade auch zurück durchs Feld. Na, 1:33,9 auch von Franz Schulz. Scheint jetzt doch alles ein bisschen schneller zu werden hier auf der Strecke. Ja, ich denke, die Fahrer sind jetzt im Rhythmus. Der Wagen wird leichter und wenn man dann doch mal an jemandem vorbei ist und den Abstand hat, nicht in der Gicht fahren muss, keine Dirty Air hat, kann man doch ein bisschen mehr ans Limit gehen. So, schauen wir doch nochmal ein Stück weiter hinter. Ich behalte da mal die Tabelle soweit im Blick. Das wird auf jeden Fall gleich knapp zwischen Yannick Jensen und Merlin Wolf. Also mit einem halben Auge gucke ich da auch nochmal drauf. Ja. 1:33,7, also der Andy Lasagnel, der kämpft sich auf jeden Fall jetzt weiter ran. Hat einen Marco vor sich, wahrscheinlich Marco Erdmann. Marcel Umhöfer auf der 12. Da wird der Andy Lasagnel auch gleich auflaufen. Wir sehen ihn schon im Hintergrund noch nicht ankommen. Ist jetzt noch 3 Sekunden dahinter. Ja, na doch, müsste er schön gewesen sein im Hintergrund. Ja genau, jetzt aber dann weit im Hintergrund sieht man ihn. Oh, da ist einer weit in der Schikane gegangen. Marcel Unger verbessert sich auf die 11, da hat sich jemand 2 zurück. 2 zurück? Mike Wester war wieder gedreht. Mike Wester wieder gedreht in der Schikane. Wer hat wohl noch ein bisschen zu viel gepusht? Vielleicht gucken wir nochmal vorne auf Platz 3, genau. Na, jetzt wird es langsam eng da vorne. Jetzt wird es langsam eng. 12 Minuten noch zu fahren. So langsam kann der Merlin Wolf in seinem Rückspiegel das R8-Logo sehen.
Oh, und hier verbremst er sich in. Kommt ins Aquaplaning rein. Fängt den Wagen noch, geht durchs Kies und verliert beide Positionen. Geht der Porsche auch noch mit durch? Ist jetzt außen. Vielleicht wechselst du mal auf den. Sich aber ärgern. Oh, Kollision. Jemand Anschubser. Jemand in Position zurück, genau. Ja, er kämpft mit allen Mandalen, alles was er hat. Na, ich würde auch um den dritten Platz kämpfen. Ah, jetzt kommt er ja auch deutlich besser raus. Ja. Ja, damit ist Franz Schulz vorbei und auf der 3 angekommen. Na, mal gucken, ob er sich da nochmal ankämpfen kann. Aber gucken wir auch nochmal auf Schulz. Platz 6 und 7. Da ist ein Patrick Hufeld, sehr gefolgt von dem Marco Erdmann. Ist das der Kien-Kollege? Nee, Andreas Watzi ist der Teamkollege. Das sind die ganze AGP-Mannschaft, ist das richtig, ne? Genau. Die sind auch alle schwer auseinanderzuhalten. Das ist bei uns in der Liga auch so. Da haben wir auch 4 gleich aussehende Audis. Yannick Jensen ist sein Teamkollege. Weil er fährt damit für Ingo Loss, glaube ich, oder? Marco Stimmt, Erdmann. Genau, ja. Genau, der fährt Marco Erdmann. Stark, überholt. Da in der Situation mit aufsteigendem Wasser hat er sich gut vorbeigeremst. Samoth hat in den Chat geschrieben, ich habe es gerade erst gesehen, dass eigentlich nicht gewechselt wird aus taktischen Gründen. Dass die Reifen das eigentlich durchhalten sollten. Hätte mich eigentlich auch schwer gewundert, weil man in 35 Minuten oder der Hälfte davon eigentlich gar nicht so viel Zeit rausholen kann, wie der Boxenstopp kostet. Das sind ja bestimmt 30 Sekunden, die man mindestens verliert. Eher mehr. Ja, vielleicht war es auch vorgespeichert, also die Boxenstrategie vorher nicht nochmal neu geladen hat. Ja. Und ist nur zum Reparieren in die Box gefahren. Ja, Marco Erdmann kämpft sich jetzt wieder an Ferrari ran. Hat sich doch das Feld ganz schön auseinandergezogen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt im Rennen 1 wäre es noch enger gewesen. Ja, das waren doch mehr Zwischenfälle jetzt gewesen als. Definitiv. Marco Erdmann versucht außenrum. Ne, zieht zurück. Bremst eher. Ich denke auch, er könnte wesentlich schneller fahren. Aber der Audi scheint ihm nicht so gut zu liegen. Zumindest nicht hier auf der Strecke lassen. Hat schon öfter mal Fehler gemacht. Vielleicht steigen wir auch nochmal ins Cockpit und gucken mal, wo da der Audi schneller ist und wo der Ferrari immer wieder wegkommt. Ich vermute, das ist beim Ausgang der Kurven, dass der Ferrari da. Bremst da außen auf dem Curb, ist natürlich gefährlich. Der Ferrari ist auch quer. Kann besser ausbeschleunigen. Lass mich Platz, Jungs.
Oh, Kontakt, Kontakt. Ey. Ja, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Da wird genau geguckt, wie viel Platz habe ich noch daneben an. Schieben wir noch den Kollegen ein bisschen weiter raus. Ja, es ist halt Tourenwagensport. Ne? Wir sind halt nicht hier in der Formel 1. Und von hinten kommt auch schon wieder Patrick Umhöfer. Ne, war das Patrick, jetzt richtig? Hufeld. Hufeld, genau. Ja, der profitiert natürlich, ne, wenn die beiden sich da zanken. Gucken wir mal jetzt in dem Umlauf, wie die Zeiten waren. Hat 36,6 vorher. 35,5 und 1,36,0. Franz Kommt der Frank. Schulz ist auch eine ganz schnelle Zeit gefahren mit 1,33,4 in der letzten Runde. Kommt da wahrscheinlich dann auch näher an Jannik Jensen ran. Sagen wir Gucken, wieder die ob Marc gleiche mal jetzt wieder Situation. besser. Audi geht wieder besser durch die Ja. Schnelle rechts, geht wieder außen daneben. Oh, und wieder kommt zur Berührung. Ja, da wird abgetastet. Wie viel Platz habe ich noch nach rechts und nach links? Die schenken sich nichts, aber jetzt. Oh, Oh. jetzt geht er weit Ja, jetzt ist er und vorbei. kommt nicht gut raus. Jetzt ist er vorbei. Hat einfach zu viel Druck gemacht. Ist aber auch schwer in der Schikane. Da kann man nicht genau steuern, wie man rauskommt. Das hängt immer davon ab, wie man durch die Pfütze kommt. Und dann ist man plötzlich weit in der Wiese und kann nicht richtig Gas geben. Und dann ist der. Oh, und der Und dreht Marco sich! Erdmann macht wieder den Fehler. Nein. Und der Ferrari schafft es so gerade noch vorbeizukommen, sich nicht die Ei. Lare anzuditschen. Ja, jetzt wird es für Mario Sorda trotzdem schwer. Jetzt ist der Patrick Hat hinten er direkt dran. den nächsten Audi im Nacken. Ich glaube, der träumt heute Nacht von den vier Ringen. Gucken wir mal gerade, wo es den anderen Audi hingespült hat. Da ist es, glaube ich, auch eng. Auf der 7, glaube ich, mit, da ist der Thomas schon dahinter. Thorsten Schmidt, Ne, genau, ist Thorsten, direkt dahinter. Entschuldigung, Thorsten, genau. Da haben wir wieder Audis im Ferrari-Sandwich. Ja, ich denke, da kann sich Marco jetzt wieder absetzen. Ja, gerade da oben durch die Kurve geht der Audi einfach besser als der Ferrari. Gehen wir nochmal wieder zwei Positionen nach vorne. Die beiden Kollegen Kampfhähne dürfen wieder durch die Schikane. Des Weiteren ist Jannik Jensen jetzt nur noch 2 Sekunden hinter dem Andreas Vatzi. Und dahinter ist 3 Sekunden der Franz Schulz. Also Franz das wird Schulz, gleich genau. ums Podium wird das auch eng. Merlin Wolf hat weiter verloren, sind noch 11 Sekunden dahinter schon. Und Mario Sorter ist das schon auf der 5. Der ist 22 Sekunden hinter dem ersten. Also da ist, hat der Merlin Wolf jetzt Platz nach vorne, nach hinten. Kann in Ruhe fahren. Vielleicht gucken wir uns das doch mal an da vorne, Platz 3. Ja, viel Zeit haben die Fahrer nicht mehr. Noch 3,5 Minuten. Oh, das Rennen ist schon fast vor oben. Ja, jetzt. Aber da liege ich mit meinem Tipp mit Stefan Todorovic auf 1 natürlich ein bisschen falsch, sehe ich gerade. Ja. Der hatte wohl einige Fehler drin, konnte es leider nicht aufs Parkett bringen, die Zeit, die ja eigentlich, wo das Potenzial drin steckte. Aber ich glaube, mein Tipp war auch nicht mehr ganz so richtig. Doch, Jensen habe ich glaube nach vorne geholt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Franz Schulz gibt alles. Ich habe gerade gesehen, die letzte Zwischenzeit war 4 Zehntel schneller als seine persönliche Bestzeit. Derweil sehen wir eine gelbe Flagge im zweiten Sektor, aber da sehe ich kein Fahrzeug. Hat sich auch schon wieder erledigt. Da war wohl auch jemand neben der Strecke. Jetzt versucht das.
Ich glaube, das wird jetzt noch mal richtig eng hier. Verbessert sich nochmal um 1,6 Zehntel. Ja, wir nähern uns dem Ende. So, das wird dann wahrscheinlich jetzt die vorletzte Runde sein. Und Andreas Watzi geht jetzt auf seine letzte Runde. Hatte eine 1,35 im letzten Umlauf. Ich hoffe, der hatte nur einen kleinen Fehler drin und verliert jetzt nicht seine Pace. Hatte 2,5 Sekunden auf den anderen Audi verloren. Jetzt wird es nochmal richtig eng in der letzten Runde zwischen den ersten dreien. Jetzt hätte ich gerne den Puls der Fahrer mal angezeigt. Hauptsache, es macht jetzt keiner mal großartigen Fehler, der ihn weit nach hinten spült dann. Merlin Wolfsicher hat eine Strafe bekommen. Ui. Das gucken wir uns dann gleich mal an. Wir bleiben jetzt mal besser 3 Sekunden. Ja, ich denke, es ist einfach eine Cut-Strafe. Aber die kann er verkraften, wenn er den Abstand so hält. Hier kommt kein Angriff. Also ich denke, Franz Schulz hat sich abgefunden. Gucken wir mal, wie das der Kollege Janik Jensen sieht. Ja, ich glaube noch nicht, dass Franz Schulz sich damit abgefunden hat. Oh, Janik Jensen ist schlecht durch die Schikane gekommen. Bremst sich daneben. Ui. Kommt quer und geht weit. Janik Jensen kommt zurück. Also ich denke, für Andreas Watzi ist es ziemlich Doch, sicher. Er ist durch. Franz Schulz setzt sich noch vorbei. Da hat er es auch echt versucht. Er hatte. Die schenken sich hier nichts auf den letzten Meter. Janik Jensen hat da doch echt noch eine schlechte Schikane in der letzten Runde erwischt und hat nochmal den Platz weggeschenkt. Wahnsinnig gutes Rennen. Merlin Wolf ist hat tatsächlich auf 4 zu Ende gefahren. Oder wird jetzt auf 4 zu Ende fahren. Kommt auf 4 an. Und er freut sich. Ja, verständlich. So, Mario Sorta dann auf der 5. Gefolgt von Patrick Hufeld direkt dahinter. Dann hätten wir den Thorsten Schmidt. Lässt mal schön den Begrenzer heulen. Andi Lasanel auf der 10. Ich denke, damit wird er nicht zufrieden sein. Marcel Umhelfer auf der 12. Muss noch kämpfen. Hat noch Lukas Lippert im Nacken. Da wird es jetzt auch nochmal eng. Aber er bleibt auf der 12. Ui. Schmeiß die Kiste wieder weg. Also hier die Jungs in Liga A, die haben irgendwie ein anderes Verhältnis zu Kosten und Material. Ah, und das war's.
Ja, dann mache ich noch kurz die Fotos und dann würde ich sagen, kommen wir zur Pressekonferenz. Richtig. Marc Maxor did not finish, sehe ich gerade. Hatte wohl auch wahrscheinlich noch einen Fehler drin gehabt. Der war ja eigentlich nicht ganz hinten gewesen. So, wen müssen wir denn jetzt hier einladen? Gucken wir mal. Also den Andreas Vatzi brauchen wir. Franz Schulz, den haben wir ja dann zweimal sozusagen. Und Jannik Jensen auch zweimal. Und aus dem ersten Rennen den Lippert und ja, den Lippert noch. Da haben wir die vier Kollegen zusammen. Also, ich habe jetzt Andreas Vatzi, Franz Schulz, Lüppert. Und Jensen. Meine Frage an die Zuschauer: Habt ihr Fragen, die ihr den gerade genannten Fahrern in der Pressekonferenz nennen wollt? Dann schreibt sie jetzt mal in die Kommentare. An den A11, es ist sehr gut. Hallo. Ich weiß nicht, wie der Stream ist. Ich habe es jetzt noch nicht angeguckt, noch keine Möglichkeit gehabt. Ich habe aber eingestellt, dass es eigentlich 720, das ist das höchste, und 27 Pixel und 60 Frames ist eigentlich eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, was ankommt. Aber das ist das höchste, was man einstellen kann. Besser geht's nicht. So, Abend schon mal an Abend. die Herren. Guten Abend. Habt ihr eure Stimmen auf zulassen? Jawohl. Jawohl. Marco Erdmann, was meinst du mit der Startaufstellung? Du meinst das Quali-Ergebnis? Ja, Philipp, ich würde sagen, wir können dann erstmal anfangen. Genau, fangen wir im ersten Rennen an. Mit Platz 3, Jannik Jensen. Ja. Ich muss gerade mal gucken, ich habe das Quali-Ergebnis jetzt nicht mehr im Kopf. Wie war das erste Rennen aus deiner Sicht? Wie hast du es erlebt? Du bist ja, glaube ich, hast dich relativ gut aus allem rausgehalten und bist dann ohne Probleme auf 3 angekommen. In der Quali war er erster mit 1:32.835. Ja, erste Rennen war eigentlich ganz gut, der Start. Also, alle sind, glaube ich, ein bisschen weit rausgerutscht, wo dann auch Bella so ein paar Plätze verloren hat. Dann bin ich auf 1 weitergefahren, dann irgendwann meinte das Spiel, wieder eine seiner geilen Ideen zu haben für ein bisschen neben der Strecke, wo man von Gras eingesogen wird, auf Startziel, mir direkt eine Durchfahrtsstrafe zu geben. Ja, dann wollte ich eigentlich schon wieder ausmachen. Installieren alles. Bin dann weitergefahren, konnte mich an ein, zwei Autos gut, also schnell, relativ schnell vorbeifahren und dann habe ich dann einfach nur noch gepusht, wollte irgendwie noch ein bisschen Zeit rausfahren, dass ich halbwegs irgendwie noch auf 3 oder 4 ins Ziel komme oder was auch immer. Ich habe da mit der Zusammenarbeit von Marco. Auf welcher Position bist du denn nach der Durchfahrtsstrafe rausgekommen? Ich glaube 6 oder 7. Aber da hast du ja doch noch dich nach vorne gekämpft und auch noch ein paar Punkte fürs Team gesammelt. Ja, das war dann am Ende, das war während des Rennens auch mehr Wut, wie irgendwie halbwegs verstanden, wäre ich da abgeflogen, hätte ich mich auch nicht beschweren können, weil ich echt hart gepusht habe. Okay, ja. Und dann das zweite Rennen. Wie war das für dich denn? Von hinten da durchs Feld.
War das so, wie wir das gesehen haben, dass du eigentlich gar nicht so viel überholen musstest, sondern dass es sich relativ schnell die Kollegen gedreht haben und Fehler gemacht haben? Oder musstest du an jedem vorbeikämpfen? Nee, da gab es ja in Kurve 1 bis Kurve 3 oder 4 runter, gab es einige Zwischenfälle, die da Berührungen alles standfanden. Ich stand da den Berg runter und in der Rechtskurve unten mehr auf der Bremse wie auf dem Gas. Ja. Dann relativ schnell auf Platz 5, gerade im Begriff am Maxdorf vorbeizugehen, außenrum. Dann hat es sich ein bisschen weit rausgetragen. Ich bin quer gekommen, konnte das Auto fangen. Da hat mich der Maxdorf aber dann leider vorne erwischt, dass ich mich dann nach links rum weggedreht habe. Und dann konnte ich von 11 oder 10 bin ich dann wieder, habe ich dann wieder neu angefangen mit ein bisschen Aeroschaden vorne. Konnte mich aber auch relativ schnell wieder durchs Feld durchkämpfen mit ein, zwei coolen Duellen. Ja, und dann am Ende meinte das Spiel erneut eine geile Idee zu haben, wo der Franz Schulz mit der Dive-Bomb des Lebens sich an mir vorbeigequetscht hat. Und dann zu sagen, gib den Platz wieder zurück. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist mir jetzt auch schlussendlich egal. Aber in Ja, dem Spiel wundert mich nichts mehr. du musstest dann den Platz wieder zurückgeben, oder? Ja, ich musste vom Spiel aus, sonst wäre ich keine Ahnung wo wieder gelandet. Ja, es gibt ja dann immer Durchfahrtsstrafen, glaube ich, wenn man Ja, die Plätze nicht ja. zurückgibt. Bin nur dran vorbeigefahren, da kam sofort die Meldung, gib den Platz zurück und dann. Ja, im Regen ist das Spiel dann doch relativ tolerant, was die Track Limits angeht, aber sobald man dann Ja, neben keine Ahnung. überholt, hat man dann das Nachsehen. Ich weiß nicht mal, ob ich wirklich daneben war. Das war einfach nur wieder eine Idee des tollen Spiels. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass das im nächsten Rennen nicht so. Ja, im nächsten Rennen haben wir natürlich wieder andere Bedingungen, ganz andere Strecke. Ja, Olli, dann nimm dir doch mal den nächsten. Ja, dann mache ich gleich mal mit dem zweiten Platz aus dem ersten Rennen weiter. Lukas Lippert. Ja, wie war für dich das Rennen, die Qualifikation und auch das zweite Rennen? Ja, guten Abend erstmal. Ja, wie war die Qualifikation? War ganz okay. War recht zufrieden mit der Position. Im Rennen, oder im ersten Rennen, habe ich den Start ein bisschen verpennt, wo beziehungsweise ich wollte keine Durchfahrtsstrafe riskieren. Da sind ein paar an mir vorbei. Ich glaube, bis auf Platz von 4 bin ich dann bis auf Platz 6 oder so gerutscht. Konnte aber gut mitgehen. Da gaben, ja, waren schöne Fights dabei und dann hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Dann hatte ich gesehen, dass der Yannick seine Durchfahrtsstrafe angetreten hatte. Dann bin ich an ihm vorbei, dann war ich auf 5. Dann hat sich der Lasagnel, glaube ich, verabschiedet mit einem Fehler oder mit einem Dreher. Dann war ich hinterm Erdmann. Da konnte ich dann auch dran vorbeigehen, weil er auch leichte Probleme hatte. In der Zwischenzeit ist der Yannick wieder an mir vorbei. Und dann habe ich eigentlich nur noch drauf gewartet oder bin ich hinterhergefahren und habe, wie gesagt, auf die Fehler oder die möglichen Fehler gewartet von den anderen und habe versucht, sauber durchzufahren. Es hat gut geklappt. Ja, dann mit den 15 Sekunden, das habe ich dann relativ spät erfahren, dass da wohl noch eine 15-Sekunden-Strafe vorliegt. Und dann habe ich versucht, in dem Fenster zu bleiben und so kam dann der zweite Platz raus. Ja. Und zum zweiten Rennen, ja, das lief nicht so gut. Also bis unten ins Tal, sag ich mal, oder bergab war alles gut. Dann hat es ziemlich doll gekracht. Deswegen bin ich auch relativ doll auf die Bremse. Und wie Yannick auch schon sagte, dass wir da eigentlich gut durchkamen. Und ich habe gedacht, ich bin schon vorbei. Und auf einmal kam irgendwo ein Megaschlag. Ja, muss ich mir erst noch angucken, kann ich nichts zu sagen. Und dann war die Karre Kernschrott. Da musste ich in die Box und bin auf Platz 16 wiedergekommen mit, keine Ahnung, 37 Jahren Rückstand. Und dann bin ich da so her, also hinterhergefahren und habe dann wieder von anderen oder von den Fehlern profitiert und das war für die Katze drin. Muss ich mir mal angucken, dann kann ich dir mehr dazu sagen. Aber trotzdem Glückwunsch zum ersten Rennen. Ja, danke. Ja, Philipp, kannst mit dem nächsten weitermachen. Ja, wen haben wir denn da? Den Franz Schulz. Herzlichen Glückwunsch an den Sieg im ersten Rennen. Hast dich da, glaube ich, relativ gut aus allem rausgehalten.
Und wie ich gerade hörte, gab es sowohl die eine oder andere strittige Situation an dem zweiten Rennen. Aber erzähl doch erstmal, wie war das erste Rennen für dich? Ich meine, ihr hättet den Start etwas verpennt. Ja, also erstmal Dankeschön. Das erste Rennen lief eigentlich ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Der Start war gut vom Gefühl her, hatte profitiert von den irgendwas da vorne. Ich glaube, die beiden vor mir, die haben die Kurve nicht so richtig erwischt. Vielleicht gab es auch einen Kontakt und dann war ich ja relativ schnell auf 2 nach Turn 1 hinter Jensen, hinter Yannick. Und hab dann irgendwann erzählt bekommen, dass er eine Strafe hat. Und dachte mir, okay, dann versuchst du mal dran zu bleiben, aber gehst nicht volles Risiko. Denn hinter mir war die Pace nicht schneller als meine. Und ja, dann ist es sich nachher ausgegangen. Hab dann zwischenzeitlich überlegt, okay, Yannick, der kommt weiter und weiter und weiter näher. Und ja, der Druck stieg dann doch wieder so ein bisschen, das Fahrzeug nicht wegzuschmeißen, weil ein Fehler und dann hätte es für ihn vielleicht irgendwann doch gereicht. Also ungemein starke Pace, die er da im ersten Rennen gefahren ist, in den Bedingungen. Ja, dann das zweite Rennen. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute die goldene Lücke gefunden und das nicht nur einmal. Also so wie Lukas und Yannick das schon erzählt haben, das war der absolute Wahnsinn. Da war links ein Kontakt, dann in der nächsten Kurve rechts ein Kontakt und dann siehst du auf einen in der dritten Kurve noch wieder rausrutschen, wieder auf die Strecke kommen und musstest nach vorne und hinten gucken, wenn du bremst mit nur bei Geraden, dass dir hinten keiner reinfährt. Uff, ja, dann war ich nachher auf 6, glaube ich, hinter Yannick direkt. Und schöne Duelle gehabt, schöne Überholmanöver, auch mit dem Yannick zusammen. Ja, dann kam die letzte Szene kurz vor Schluss. Ja, da habe ich gemerkt, die beiden vor mir wurden wieder ein bisschen langsamer, Andreas und Yannick. Und dann habe ich natürlich alles nochmal auf eine Karte gesetzt. Ich ziehe spät raus nach der Schikane auf die Innenseite. Und meines Erachtens nach, also Yannick versucht dann halt die Tür zuzumachen, als er das merkt. Und das in einem solchen Moment, ja, kam für mich relativ spät. Ich habe dann noch versucht, weiter nach rechts, um die Kollision zu vermeiden. Habe dann gewusst, okay, das Heck kommt. Ich kann nichts machen. Habe gehofft, dass es nicht kollidiert. Ist auch nicht passiert. Und dann zum Schluss dachte ich halt, Yannick hat Traktionsprobleme. Und naja, dann habe ich im Falle des Falls als Rennfahrer, der um einen Sieg fährt, bin ich dann halt vorne geblieben. Das, ich weiß nicht, ob da dann eventuell die Rennleitung einschreitet oder so. Ich weiß, es war ein hartes Manöver. Aber ich glaube, von beiden Seiten, da haben wir da unseren Teil zu beigetragen. Ja, schade, dass es für den Andreas nicht mehr gereicht hat. Der hat sich ja noch über die Linie gerettet. Ja, über meinen Quali würde ich gerne noch ein Wort verlieren. Und zwar, ich gab ja am Anfang ein bisschen Diskussion ums Wetter und so, und gerade im Quali. Ja, ich bin meine Hot Lap. Meine Runde für P3 bin ich 3 Minuten vor Schluss gefahren. Das möchte ich nochmal allen Kritikern des Wetters mitgeben. Ja, ansonsten Glückwunsch auch an alle anderen. Yannick, in meinen Augen heute der stärkere Fahrer. Aber gut, leider mit dem Pech würde ich mal behaupten heute. Nicht zum ersten Mal. Ist natürlich schade, aber ich glaube, das kommt nachher, das gleicht sich nachher am Ende der Saison aus. Da kommen bestimmt auch wieder bessere Tage für Janik. Ja, ich denke, da muss man sich bei der Situation auch nochmal die eure Wiederholungen angucken. Im Stream sieht man es nicht genau. Die Kamera an der Stelle steht unterhalb der Haarnadel. Man sieht euch nur von vorne. Da sieht man jetzt die Tiefenfelder oder wer weiter vorne ist und wann wo bremst. Das sieht man in der Ansicht nicht so gut. Deswegen können wir das bei uns auch nicht so gut beurteilen, wer dann wie aus der Schikane raus beschleunigt hast. Wir haben dann nur gesehen, dass der Kollege im Audi dann einfach auch schlecht durch die Schikane kam und dann halt Traktionsprobleme hatte beim Rausbeschleunigen, dass du deswegen dann daneben setzen konntest. Ja, Olli, wen haben wir denn noch? Machst du mal noch kurz bitte mit Andreas Bazzi weiter? Ich muss ja noch mal kurz mit der Rennleitung Rücksprache halten. Okay. Andreas Vatzi, herzlichen Glückwunsch an den ersten Platz im zweiten Rennen. Im ersten Rennen lief es ja wohl nicht so gut, glaube ich. Ich habe die Ergebnisse jetzt nicht alle einzeln im Kopf. Wie war das Rennen aus deiner Sicht?
Ja, erstmal guten Abend. Ja, was soll ich sagen? Ich habe vor 2 Wochen, also Montag, vor 2 Wochen habe ich das erste Mal trainiert, das letzte Mal. Hatte überhaupt keine Zeit. Ja. Und ich bin mit einer Erwartung des Rennen gegangen, dass ich hinten bin. Und Quali ist gut gelaufen für meine Verhältnisse. 33,9 war ganz okay für mich. Super. Ja, und das erste Rennen war eigentlich top. Der Start war ja wirklich brutal. Da Ja. war rechts, links, vorne, hinter, da waren so viele Fahrzeuge, ich wusste gar nicht wohin. Dann habe ich Marc von links gespürt, Max Dohr. Dann kam von rechts Marc Short. Oh, ich habe so Probleme gehabt, das Fahrzeug stillzuhalten. Aber es ist nochmal gut gegangen. Ja, das ganze Rennen war okay, war top. Bis 2 Kurven vor Schluss. Ich wurde dann überrundet von den ersten. Ja, und dann bin ich gerollt, gerollt, gerollt. Ja, und dann ist die Zeit abgelaufen gewesen. Und ich Bist bin zum du hast dann Stehen einfach gekommen. die Zeit nicht mehr gehabt, über die Ziellinie zu fahren. Genau. Ich war dann Glück im Unglück, sage ich jetzt mal, weil ich habe noch 0,6 Liter drin gehabt. Es hätte nicht mehr gereicht, war über die Ziellinie. Okay. Aber ich sage mal, Glück, also danke für die schnellen Jungs, dass sie mir quasi geholfen haben, dass ich noch dabei geblieben bin. Ja, dann zum zweiten Rennen. Also, ich hatte mega Glück im zweiten Rennen. Ich bin von Startplatz 2 gestartet. Auf einmal kam Merlin von rechts angeschossen. Das war wirklich, da hat einen Start hingelegt. Das war wirklich allererste Sahne. Und dann bin ich an Marcel vorbeigefahren. Merlin vor mir. Und die dritte Kurve unten vor dem ersten Sektor ist mir Marcel hinten drauf gefahren. Ich hatte Glück, ich konnte mich gerade halten. Marcel hat sich weggedreht. Und habe ich nur hinten dran gesehen, wie alle ineinander gekracht sind. Und ich nur so gedacht, im ersten Moment, ja. Weil ich habe gewusst, die Schnellfahrer sind noch hinten dran, die kommen noch und die werden jetzt Probleme bekommen. Und das war mein Glück einfach. Dann habe ich mit Merlin gekämpft, ich war ein bisschen schneller wie Merlin, bin zum Glück noch an ihm vorbeigekommen, dass ich noch ein bisschen wegfahren konnte. Aber Und das ja, war dann habe erst ich nur. nach 10 Minuten oder so, ne? Du warst, hat ja bisher eine Ja. ganze Zeit lang hinterher gefahren, ja. Genau, weil Merlin. Manche Sektoren war ich schneller wie er, aber der BMW hat einfach die Power und ja, dann habe ich nur noch gebetet, wie ich vorbei war, dass die Jungs jetzt so schnell vorbeikommen. Dann habe ich gesehen, dass Yannick vorbei war, dann habe ich gesehen, dass Franz vorbei war, dann habe ich gewusst, ein kleiner Fehler und die Jungs sind da. Und ich habe wirklich alles rausgeholt aus dem Auto, was in mir lag. Und ja, Glück Sag mal, gehabt, noch dass die ein, zwei zwei mir zum Schluss sich. Runden, noch eine Runde mehr, wäre da schon knapp geworden. Ja, die hätten sie mich überholt, keine Frage. Ich hatte einfach auch Glück, dass die zwei sich gebettelt haben und miteinander konzentriert, aufeinander konzentriert waren. Und ja, das war mein Glück und ich bin happy. Ich habe in Liga A ein Rennen gewonnen. War mein Ziel. Das habe ich geschafft. Zwar mit Glück, aber es hat funktioniert. Ja, da ist die Taktik aufgegangen, im ersten Rennen schlecht sein und im zweiten von vorne Nee, starten. ich wollte eigentlich nicht schlecht sein, weil es war nicht meine Absicht, weil ich bin jetzt so jemand, wo letzter Nee, macht, dass ich das im ist ersten, klar. zweiten Rennen, weil ich Das will wollte auch ich dir, gut Punkte holen für mein Team. das wollte ich dir ja gar nicht unterstellen, aber Nee, alles gut, alles gut. manchmal geht es halt so aus, dass man halt im ersten Rennen nicht gut ist und hat dann halt im zweiten Rennen den Vorteil. Das hatten wir ja bei uns in der Liga E auch. Da war der Wolfgang Bosen. Auf Brands Hatch hat er auch ganz schlecht das erste Rennen, hat nur Dreher gehabt, glaube ich, auch eine Boxendurchfahrt wegen Schaden und konnte dann im zweiten Rennen von vorne, hat dann Start-Ziel-Sieg eingefahren, ne, weil er dann die Ruhe vorne weg hatte. Ja, und auch Glückwunsch an die Podiumsplatzierung. Also die Jungs waren wirklich top heute mal wieder. Ja, danke an euch zwei fürs Moderieren. Ja, gerne. Ich Und hoffe, wenn ihr euch das anguckt, seid nicht zu so kritisch mit uns, das haben wir beide heute das erste Mal gemacht. dem kann ich nur zustimmen. Alles gut, wir sind froh, dass Leute sowas machen. Die Freizeit opfern und moderieren, weil das kann nicht jeder. Ja. Das war's für mich. Ich bedanke mich bei meinem Team für die Unterstützung und ich freue mich aufs nächste Rennen, aufs neue Fahrzeug, weil wir haben das Fahrzeug gewechselt Was wechselt und ihr? auf den AMG. Ah ja, das sind doch ein paar Teams, die dann doch sich den Mercedes geholt haben. Und ja, ich freue mich schon drauf. Nächste Rennen. Gut, gut. Ich bin raus heute.
Noch irgendwelche Grüße? Ist der Olli schon wieder zurück von der Rennleitung? Ich bin da, ja. Gibt es Neuigkeiten von der Rennleitung? Nö, erstmal nichts weiter. Okay. Ja, dann kommen wir zu den Grüßen, wenn jetzt noch jemand grüßen möchte. Ja, zuerst spricht doch zuerst. Ja, dann fange ich schnell an und grüße natürlich alle Zuschauer, die noch eingeschaltet haben. Ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr das alles moderiert habt und gestreamt habt. Und grüße das komplette Wolf Motorsport Team. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann. Ich mache einfach schnell weiter. Ich grüße Glück auf Racing, meine Eltern, mein Bruder, jeder, der zugeschaut hat. Wir waren noch nicht, wer hat nochmal? Entweder Andreas oder Franz. Sucht euch ja, aus. Ich grüße mal meine Freundin. Und ansonsten keinen weiter. Außer dass die morgen aufstehen müssen. Ich kann ausschlafen. Und die grüßt du netterweise. Das ist ja sehr freundlich von dir. Danke fürs Zuschauen. Ja. Ich grüße meinen Vater, meine Arbeitskollegen, wo mit zugeschaut haben. Und meine Freundin grüße ich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, dann haben wir ja alle durch. Dann mache ich mal das vorletzte Wort. Ich bedanke mich auch, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war ertragbar, die Moderation. Das war unser erster Versuch. Und als nächstes Rennen sehen wir sind ja jetzt mit Donington Park sind wir durch, mit den Regenrennen sind wir durch. Am Donnerstag geht's dann für die Lega E weiter auf Hockenheim Classic, auf dem alten Hochgeschwindigkeitskurs mit den drei Schikanen da im Wald. Da werden wir schöne Windschattenduelle sehen. Ich freue mich sehr darauf. Schaltet ein, Donnerstagabend um 19.50 Uhr. Olli, das letzte Wort hast du. Ja, ich grüße auch nochmal alle, die heute zugeschaltet haben und hoffe, euch hat es so einigermaßen gefallen. Und ja, hoffe, wir hören uns dann wieder in einem der kommenden nächsten Rennen. Auf Wiedersehen. Tschüss.